Außenpolitik und Organizing. Wie wir aus aktuellen Kämpfen in Land und Stadt lernen können. Das ist der Titel unserer heutigen Abendveranstaltung, liebe Zuschauende und Gäste, zu denen ich Sie und euch herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Luzi Martin, ich bin Bildungskoordinatorin der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Organizing und werde Sie in den nächsten 2 Stunden mit meinem Kollegen Martin Neise durch den Abend führen und wir werden beide moderieren. Martin Neise ist Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke und dort im Bereich politische Bildung vor allem zum Thema Organizing unterwegs und hat nicht zuletzt dieses Jahr auch als Direktkandidat bei den Bundestagswahlen sich in Berlin aufstellen lassen. Vor 3, 4, 5 Monaten, als wir entschieden haben, wir wollen diese Abendveranstaltung in unsere Organizing-Werkstatt, die dieses Wochenende stattfindet, einbinden, wussten wir nicht, wie steht es um die Organisierung der Berliner Krankenhausbewegung, wo stehen die Personen in der Organisierung beim Volksbegehren damals noch und mittlerweile Volksentscheid, zu wie viel Prozent wird in Berlin von den BerlinerInnen für den Volksentscheid gewählt, wie viele Menschen bundesweit und auch darüber hinaus nutzen Organizing für ihre politische Arbeit und was bedeutet es für sie? Und für mich ist umso mehr durch viele aktuelle Anlässe in den letzten Tagen, fast sogar Stunden könnte man sagen, und auch in den letzten Wochen klar, was für ein magischer Moment es eigentlich hier gerade ist. Denn wir haben heute die Möglichkeit zuzuhören. Und das ist auch das, was der Fokus dieser Veranstaltung werden soll. Wir wollen zuhören, wie unsere Gäste sich in ihren politischen Räumen organisieren. Wir wollen davon lernen. Wir wollen letztendlich uns dem Organizing annähern, uns diese Brille aufsetzen. Und die letzten Tage haben gezeigt, Geschichte schreiben braucht Kämpfe. Und um die Kämpfe zu gewinnen, braucht es Organisierung. Und von dem Ablauf her ist es so, liebe Zuschauende, Sie sind hier im Webinar, Sie haben unten nur über den Frage- und Antworten-Tool vor allem die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen, die wir im Prozess vor allem schriftlich beantworten werden, punktuell auch mit in unsere Diskussion einbeziehen werden. Und den Chat werden wir punktuell auch beachten, aber Handheben werden wir nicht weiter beachten können für die Runde, weil Sie leider nicht verbal an der Diskussion teilnehmen werden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass Sie heute dabei sind und wir die Aufzeichnung auch dieser Veranstaltung haben, um sie im Nachgang auch mehrsprachig zu untertiteln und zur Verfügung zu stellen. Und wir haben die Möglichkeit mit Jana Kreisel, die Sie noch sehen, den Prozess auch visuell darzustellen und werden im Nachgang dieser Veranstaltung allesamt auch nochmal die Visualisierung unserer Veranstaltung bekommen. Und nicht zuletzt auch ein Riesendankeschön an der Stelle schon mal an Berivan und Emma für den Tech-Support im Hintergrund. Und ich werde Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen. Und zwar herzlich willkommen für dich, Janine. Janine Sturm ist Intensivkrankenpflegerin und Mitglied der Tarifkommission. Sie hat in der Berliner Krankenhausbewegung auch die Streikleitung inne, die gerade aussetzt, und sagte mir, dass sie seit 2015 vom Organizing gecatcht worden wäre und dass sie aber auch erst seit Ende letzten Jahres richtig in die Rolle der Organizerin bzw. Teamdelegierten, die sie uns gleich vorstellen wird, reingeschlüpft und hat viele, viele Wochen und Monate lang Organizing gemacht. Und danke, Janine, dass du heute hier bist, obwohl du seit Wochen kein freies Wochenende hattest und am Freitagabend hier mit uns sitzt. Darüber hinaus möchte ich auch Philipp Buhbach vorstellen. Philipp, du bist Gründer von Aufbruch Ost und nicht zuletzt auch in diesem Jahr Direktkandidat für Die Linke zur Bundestagswahl 2021 in Nordsachsen gewesen und hast in unterschiedlichen Rollen Organizing-Erfahrungen vor allem auch in der Fläche gemacht und bestimmte Besonderheiten an Erfahrung dahin, was es bedeutet eigentlich in der Fläche und in kleineren Städten, sich zu organisieren, die wir heute von dir erfahren werden.
Und auch gerade als Direktkandidat hast du eine ganz schöne Reihe an Haustürgesprächen geführt und auch das wird heute eine Rolle spielen dürfen. Schön, dass du da bist. Und auch Violetta Bock für dich ein herzliches Willkommen nochmal. Violetta, wir kennen uns schon seit ja, mehr oder weniger 3, 4 Jahren über den Arbeitskreis Organizing, wo du schon seit Jahren mit dabei bist. Du bist aktiv im Stadtteil und kommunal- und stadtpolitisch unterwegs. Du bist im gewerkschaftlichen Projekt OKG, Organisieren, Kämpfen, Gewinnen, engagiert. Und auch über die Arbeit in der Roten Ecke hast du vor einigen Jahren den Klassiker von Eric Mann, Transformative Organizing, aus dem Englischen ins Deutsche mit übersetzt. Und bist Stadtverordnete der Partei Die Linke in Kassel und uns auch gerade aus Kassel zugeschaltet. Schön, dass du dabei bist. Und du hast schon einige Jahre mehr Organizing-Erfahrung, nämlich, so wie ich mich erinnere, hast du gesagt, du bist schon seit 2012 mit Organizing in Berührung gekommen und hast dort damals als Studierende in den USA über eine Basisgewerkschaft deine ersten Organizing-Erfahrungen gemacht und bist seitdem immer fest davon überzeugt und versuchst in den unterschiedlichen Räumen zwischen Parteibewegung und Gewerkschaft das mit hier in unsere Realitäten zu übersetzen. Und das, was euch drei Vereine verbindet und warum ich sehr glücklich bin und wir sehr glücklich sind, dass ihr hier seid, ist eure Bündnisfähigkeit, von der wir uns eine ganze Scheibe abschneiden können. Denn eins steht fest, ohne zu viel vorwegzunehmen, was uns Organizing ermöglicht, ist vor allem Bündnisfähigkeit und meiner Meinung nach sogar Utopiefähigkeit. Und es baut sehr viel Solidarität auf, von der wir viel gleich erfahren werden. Und um nicht weiter in die Länge zu ziehen, wie toll es ist, dass ihr heute hier seid und wie toll es auch sein wird, heute über eure Erfahrungen zu euren Themen auch noch darüber hinaus ein Video mit euch zu teilen, liebe Zuschauende und auch für euch drei und Martin, erstmalig haben wir noch Videobotschaften von 16 Akteuren, die auch noch zu ganz unterschiedlichen Themen bundesweit und auch aus Prag, aus Wien und auch selbst aus Australien Erfahrungen mitbringen und zu ihren Themen die Bedeutung von Organizing nochmal unterstreichen. Also lasst euch überraschen. Ich übergebe an der Stelle an Martin und freue mich auf die nächsten 2 Stunden mit euch. Danke. Danke, Lucy. Ja, hallihallo auch nochmal von mir an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und an die Teilnehmenden der Organizing-Werkstatt und vor allen Dingen an die drei Gäste. Da freue ich mich ganz besonders, mit euch heute ein bisschen zu plaudern, also dass Lucy und wir hier so ein bisschen durch die Manege führen. Und ich würde mal gleich beginnen mit Janine. Janine, du bist, wie Lucy eben schon gemeint hatte, in der Tarifkommission der Berliner Krankenhausbewegung. Ihr habt seit Monaten jetzt gekämpft für einen Tarifvertrag Entlastung und bessere Personalbemessungen, aber auch für die Beschäftigten bei den Töchterunternehmen, im Bistro, bei den Laboren, die outgesourced sind, dass die in den Tarifvertrag öffentlichen Dienst kommen. Und wir wollen mal mit dir beginnen, dass du uns vielleicht mal eine kleine Einführung gibst. Was war die letzten Monate, vielleicht auch das letzte Jahr so bei euch los? Was habt ihr euch gedacht und wie seid ihr da vorgegangen? Das würde, glaube ich, viele interessieren. Und ja, Janine, schieß los. Ja, hallo, auch von mir, schön hier zu sein. Genau, ich würde mal vielleicht anfangen, ganz kurz, ich versuche mich kurz zu fassen, nochmal zusammenzufassen. Berliner Krankenhausbewegung, genau, worum ging es, was haben wir da gefordert? Wie du selbst ja schon gesagt hast, genau, also es sind im Prinzip drei Tarifbewegungen in einem. Also zum einen, wie du schon zusammengefasst hast, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für die Tochterunternehmen bei den Vivantes-Kliniken. Ja, da ist im Prinzip das recht einfach zusammenzufassen: gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Schluss mit Lohndumping und Ausbeutung und zwei Klassenbeschäftigten im gleichen Betrieb sozusagen. Und dann haben wir sowohl an der Charité als auch bei Vivantes einen Tarifvertrag Entlastung durchkämpfen wollen, in dem also feste Personalregelungen festgelegt werden sollten, also Personalpatientenschlüssel festgelegt werden sollten für verschiedenste Bereiche im Krankenhaus. Und so ein bisschen auch das Besondere daran, damit die auch wirklich umgesetzt werden, eben auch mit einem Konsequenzenmanagement sozusagen, also
jetzt in Form von Freizeit, die wir ansammeln, wenn diese Besetzungen nicht umgesetzt werden, sodass wir auf diesem Weg sozusagen auch gleich dem Burnout, Coolout und der Berufsflucht was entgegensetzen. Also auch diesen Mythos, Fachkräftemangel wäre da und man könne nichts gegen die schlechten Bedingungen in den Krankenhäusern tun, etwas entgegenzusetzen. Also die Beschäftigten, die wieder vernünftig arbeiten können, auch im Beruf bleiben. Und was besonders schön ist, dass wir auch wirklich Großes für die Auszubildenden endlich erreicht haben. Also ja, unsere Zukunft sozusagen. Daneben, dass auch für sie die Praxiseinleitungszeit erhöht wird, die feste Schlüssel festgelegt wurden, wurde zum ersten Mal auch anerkannt, dass auch unsere Auszubildenden unter den Personalmangel leiden. Und auch sie bekommen also den Ausgleich, sozusagen, wenn sie in solch schlecht besetzten Schichten gearbeitet haben und dementsprechend nicht gut angeleitet wurden. Genau, das ganz grob zu den drei Tarifverträgen, die da erkämpft werden sollten, verhandelt werden sollten. Wir haben ja jetzt mittlerweile alle drei ein Eckpunktepapier auch unterzeichnet und haben damit tatsächlich weitreichende, große, erstmalige Schritte, also so weitreichend, wie sie vorher noch nicht geschafft wurden, eben für bessere Arbeitsbedingungen, ganz wichtig, in unterschiedlichsten Berufsgruppen geschafft und eben auch damit natürlich einhergehend für die Qualität der Gesundheitsversorgung in Berlin große Schritte geschafft. Ganz nebenbei haben wir sozusagen durch diese Personalregelungen auch noch auf dem kleinsten, untersten, auf dem betrieblichen Niveau den Finanzierungssystemen der Krankenhäuser einen kleinen Riegel vorgeschoben, wo es sicherlich sich auch lohnt, drauf aufzubauen, und haben auch eben mit unserer Bewegung hier in Berlin die Türen geöffnet für eine bundesweite Bewegung in dieser Sache, da wir zum Beispiel auch auf unserem Weg bis zu dem Unterzeichnen jetzt zum Beispiel auch mit einigen Gerichtsurteilen wirklich Bahnbrechendes nochmal gefestigt haben im Sinne von Streik im Krankenhaus, im Sinne von Tarifverträge, Nebenflächentarifverträgen und so weiter. Und wahrscheinlich aber für unsere Veranstaltung hier das Allerwichtigste: Wir haben es dieses Jahr geschafft, dass fast 15.000 Beschäftigte, die von diesen Tarifverträgen betroffen sind, gemeinsam, also aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, gemeinsam erfolgreich füreinander gekämpft haben. Und ja, wie haben wir das also hinbekommen? Bislang war es ja immer so, dass, wenn man das Wort Gewerkschaft in den Mund genommen hat, dann hatte das immer so ein bisschen was, also wenn man durch den Betrieb gelaufen ist und von Verdi gesprochen hat, dann hatte das immer so ein bisschen was von so einer Stellvertreterlogik. Also die ersten Sätze, die kamen, waren immer, ja, also die müssten eigentlich mal dieses oder jenes machen, die immer ganz groß und ja, die sind wieder in den letzten Verhandlungen zu früh eingeknickt oder von denen sieht man ja eh nie was im Betrieb oder das bringt ja alles sowieso nichts. Und ja, unsere Tarifbewegung dieses Jahr hatte aber einen ganz anderen Tenor. Und zwar hatten wir immer und überall den Grundsatz, dass die Beschäftigten selbst als die eigenen Expertinnen ihrer Arbeit den Inhalt dieser Krankenhausbewegung festlegen und selbst bestimmen. Also zum einen festlegen, was brauchen sie, um vernünftig arbeiten zu können, zum anderen auch mit daran arbeiten, wie kann ich meine ganz individuellen, in meinem eigenen Bereich existierenden Forderungen in ein Großpaket, in einen Tarifvertrag für alle sozusagen packen und dann eben aber auch bei der Umsetzung, also bei dem kompletten Prozess bis hin zur Unterschreibung sozusagen beteiligt waren, die auch selbst übernommen haben und auch bis in die Verhandlungen hinein eben Verantwortung übernommen haben. Und dieser Wandel von die anderen machen irgendwas für mich zu ich mache es selbst, den haben wir natürlich nicht einfach so und ganz allein geschafft, sondern wir haben dafür auf strukturiertes Organizing gesetzt. Also wir sind eben von dem Grundsatz ausgegangen, für dieses Großprojekt, was wir ja hier gestartet haben, brauchen wir auf jeden Fall eine breite Beteiligung in der ganzen Basis und müssen sozusagen aus diesen wenigen Aktiven, die man sonst immer hat, eben viele machen, damit die ganze Verantwortung auf vielen Schultern verteilt wird und getragen wird.
Und ja, es hat also damit angefangen, dass ein kleinerer kernaktiver Kreis sich in engen Austausch zusammengetan hat mit Gewerkschaftshauptamt und eben auch mit Kolleginnen und Unterstützern von Organizing und wir gemeinsam einen Zeitplan, ein Plan to Win sozusagen aufgestellt haben. Von den Anfängen, also Anfang des Jahres hin zu, wir haben jetzt den unterzeichneten Eckpunkte, das unterzeichnete Eckpunktepapier. Und das war schon ein ganz ausführlicher Plan, der tatsächlich auch schon viele Stärketests als Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg sozusagen mit beinhaltet hat, an denen wir uns auch erstaunlich präzise gehalten haben. Ich würde sagen, das Einzige, was nicht ganz geklappt hat, ist der Zeitpunkt. Also ursprünglich sollte ja alles vor der Wahl am 26. September geschafft sein. Wir haben alles geschafft, aber haben 1-2 Wochen länger gebraucht. Genau, und ja, ich habe einfach mal so ein paar Etappen von diesem Plan to Win sozusagen rausgesucht. Ein paar entscheidende, die ganz gut zeigen, wie wir sozusagen immer mehr geworden sind und stärker geworden sind. Darf ich kurz einhaken? Du hattest eben einen Begriff verwendet, Stärketests. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit das alle unsere Zuschauenden wissen. Vielleicht erläuterst du das einfach in deinen kommenden Sätzen nochmal. Da wollte ich nur nochmal kurz nachhaken, damit alle ja on the same page sind sozusagen. Genau. Also wir haben sozusagen immer wieder, also Grundsatz von unseren Meilensteinen und von unseren Stärketests war ja, einfach der Gedanke für dieses große Projekt, das schaffen wir eben nicht mit zwei Leuten, die versuchen, irgendwas durchzuboxen, sondern wir müssen einfach viele werden, müssen die Arbeit, aber auch die Verantwortung eben auf viele verteilen. Und wir haben also sozusagen mehrere Etappen schon festgelegt in unserem Plan, in denen wir sozusagen immer von diesem kleinen kernaktiven Kreis geplant haben, immer mehr zu werden. Sprich, wir haben uns zum Beispiel als allererstes vorgenommen, oder ich mache es einfach mal an der Reihenfolge sozusagen. Also wir haben, also das Ziel war immer, quantitativ mehr zu werden, also mehr Aktive, eben auch mehr zum Beispiel, die sich in der Gewerkschaft organisieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Über 2200 Neumitglieder haben wir jetzt in den Monaten tatsächlich dazugekommen. Aber vor allem eben auch qualitativ mehr zu werden. Also dass wirklich auch jeder Beschäftigte, der mit ins Boot geholt wurde, auch das Ziel, aber auch den Weg dahin sozusagen eben auch mit unterstützt, verinnerlicht und auch als mitträgt sozusagen, sodass wir also wirklich auch den Effekt haben, dass es auf immer mehr Schultern verteilt wird. Und wir haben angefangen mit einer Telefonaktion, in der einfach erstmal alle schon bestehenden Verdi-Mitglieder durchtelefoniert wurden und eine grobe Idee einfach erstmal von dem, was haben wir uns für dieses Jahr vorgestellt, erstmal skizziert wurde und dann zu einer Mitgliederversammlung eingeladen wurde. Für die Mitgliederversammlung hatten wir, das hatten wir sozusagen schon als ersten Stärketest aufgestellt. Also da hatten wir uns schon eine Marke gesetzt, wie viele Anmeldungen, wie viele Teilnehmerinnen wir denn für diese Mitgliederversammlung haben wollen. Wir waren bei der ersten Mitgliederversammlung noch bei 150 Teilnehmerinnen. Und es war tatsächlich eher passiv noch, also es war, naja, Corona-bedingt eine Zoom-Veranstaltung, die auch eher passiv noch gestaltet war. Also die Mitglieder wurden sozusagen informiert über das Vorhaben. Wir haben schon skizziert, was es da schon an Vorgängerprojekten gibt und woran wir uns in der Systematik halten würden. Wir haben also unseren Plan einfach schon mal vorgestellt und haben dann von den Mitgliedern ein Votum bekommen. Also sie haben darüber abgestimmt, ob wir uns tatsächlich auf diesen Weg begeben wollen und haben gleichzeitig auch schon gleich bei dieser ersten Veranstaltung zu Telegram-Chats eingeladen. Tatsächlich ein Punkt, der absolut nicht zu unterschätzen ist, wenn man in der kompletten Kampagne vorhat, 15.000 oder fast 15.000 Beschäftigte immer vor dem Arbeitgeber zu informieren. Dann war sozusagen diese neumodische technische Gelegenheit sehr hervorragend. Genau, das heißt, erster Stärketest schon mal geschafft. Die Mitgliederversammlung war gut besucht für den Punkt, an dem wir standen und hat eben auch abgestimmt, dass wir uns auf diesen Weg machen.
Dann haben wir also die nächsten Tage genutzt, um über diese Chats und natürlich auch direkt im Betrieb in den einzelnen Bereichen immer mehr Kolleginnen zu erreichen. Und der nächste Stärketest war dann eine Mehrheitspetition. Also sozusagen, wir haben uns wieder eine Zielmarke gesetzt, wie in welchem Zeitraum wir wie viele Kolleginnen in den einzelnen Bereichen erreichen wollen und nicht nur erreichen wollen, sondern der Stärketest war dann nur, wenn diese Mehrheitspetition erfolgreich ist, also über 50% der Kolleginnen unterschrieben hat, dann ist das eben auch ein erfolgreicher Stärketest und für uns ein Signal, darauf können wir aufbauen und weitermachen. Und zwar war das eine Mehrheitspetition, mit der sich die KollegInnen eben hinter diesen Tarifvertrag gestellt haben, also dafür unterschrieben haben, dass sie solch einen Tarifvertrag in der Struktur haben wollen und aber auch gleichzeitig, dass sie bereit dafür sind, auch wenn das eben nicht funktioniert, also wenn wir nicht in Verhandlungen gelangen, dafür auch zu streiken. Und die Auftaktkundgebung waren dann schon, also zu dieser Mehrheitspetition, wo die Leute sozusagen ins Boot geholt wurden und fit gemacht wurden, um dann in die Bereiche zu gehen und die Unterschriften zu sammeln. Da waren tatsächlich schon 665 Teilnehmerinnen. Also wir haben uns schon gesteigert von 150 auf 665. Das war also schon mal der erste Riesenerfolg. Und ganz wichtig bei diesem Stärketest war auch nicht einfach nur zu schauen, können wir viele Unterschriften sammeln, sondern damit eben auch zu verbinden, dass wir mit jedem Gespräch, also jede Unterschrift sozusagen dahinter steckte ein Vier-Augen-Gespräch. Also es war auch nicht so ein kurzes, hier unterschreib mal, damit es jetzt besser wird oder damit wir Tarifverhandlungen starten können, sondern jeder Kollege, jede Kollegin, die da unterschrieben hat, wurde eben auch ganz ausführlich im Vier-Augen-Gespräch wieder mit ins Boot geholt. Also der Plan für das ganze Jahr wurde ausführlich beschrieben. Wir haben auch schon erste Ideensammlungen sozusagen in den Gesprächen gehabt. Also einfach mal gehört, wie sieht es hier im Bereich aus? Was wäre euch wichtig? Was braucht ihr? Wie geht es euch? Und haben eben auch gleichzeitig dabei natürlich auch nach Leuten gesucht, die eben dann auch wieder mit in die Chats kommen, weiter mit uns vernetzt bleiben, auch weiter übernehmen, eben Unterschriften für die Petition zu sammeln, weiter aktiv bleiben. Und wie jetzt schon angedeutet, immer mehr mit ins Boot holen. Wir haben ganz früh zu diesem Zeitpunkt, achso, ich glaube bei dem Bild, das wir jetzt da gesehen haben, Entschuldigung, das ist dann die Übergabe der erfolgreichen Mehrheitspetition. Also wir haben dann am 12. Mai vom Roten Rathaus die 60% unterschriebenen Unterschriften übergeben. Das war auch die erste Aktion, wo wir schon gemeinsam mit der Berliner Bevölkerung sozusagen sichtbar wurden. Also bei dieser Demonstration sind tatsächlich 500 Beschäftigte und 500 Unterstützerinnen aus der Stadt mit dabei gewesen. 1000 klingt jetzt erstmal nicht so groß. Wir hätten auch mehr hinbekommen, aber es war wieder in Corona-Zeiten. Und haben. Ich glaube, da wolltest du jetzt gerne ein Bild eingeblendet haben. Ach so, ach die. Ja, da müsste unser Technik-Support mal. Dann hat sich das im Prinzip erledigt. Ich dachte, dass die PowerPoint-Präsentation schon mitläuft. Entschuldigung. Wir haben kein Zeichen von dir bekommen, deswegen haben wir sie noch nicht gezeigt. Mist. Oh, stark. Okay. Tut mir leid. Welche Folie? Also dann sind wir jetzt tatsächlich schon, wir können ja einmal schnell durchgehen, genau. Also drei Tarifbewegungen, nächste Folie. 15.000 Beschäftigte gemeinsam, genau. Das, wir sehen links und rechts, wie viele verschiedene Berufsgruppen tatsächlich dann von dieser Auseinandersetzung betroffen waren. Also nicht nur Pflegekräfte, die ja jeder kennt, dass Pflegekräfte im Krankenhaus arbeiten, weiß jeder, sondern eben am Ende dann auch Servicekräfte, medizinische Fachangestellte, Angestellte in der Logistik, operationstechnische Assistenten und so weiter. Also wirklich wahnsinnig viele Berufe, die da wirklich zusammengestanden und zusammengekämpft haben. Dann schon ein zweiter. Genau, das war das Bild zu, links sehen wir die Vorstellung von Tarifverhandlungen bis zu diesem Jahr sozusagen. Also Anzugträger treffen sich hinter verschlossenen Türen
und bestimmen etwas, wovon die Beschäftigten nichts mitbekommen. Also passend zu dem Wording, die da müssten mal ganz andere Sachen machen. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie es bei uns ausgesehen hat. Das ist jetzt ein Bild von den von unseren Teamdelegierten. Was genau Teamdelegierte sind, dazu werde ich auch noch später kommen. Aber wie sie tatsächlich unsere letzte Verhandlungsrunde, die über 21 Stunden ging, treu mit uns bis in die Nacht hinein begleitet haben. Dann nochmal eins weiter. Strukturiertes Organizing, also wirklich darauf setzen, dass wir eben nicht diese Stellvertreterlogik von wenigen haben, die versuchen, was für viele herauszuholen, sondern all die Arbeit, aber eben auch inhaltliche Arbeit und den Erfolg auf viele Schultern verteilt. Dann schon einmal die nächste Folie. Genau, wir haben angefangen mit der Telefonaktion, hatten dann 150 Mitglieder in der Mitgliederversammlung und genau, haben dann mit 1000 Menschen am Roten Rathaus gestanden und dort unsere erfolgreiche Mehrheitspetition übergeben. Und hier sieht man gerade, wie VertreterInnen der Politik, also tatsächlich aller drei Regierungsparteien, diese Mehrheitspetition von uns überreicht bekommen haben. 100 wird hochgehalten, die Zahl 100, es war verknüpft mit einem Ultimatum, das wir an Klinik und Politik gestellt haben. Entweder sie gehen, also 100 Tage sind Zeit, entweder wir haben bis dahin Verhandlungen oder wir gehen in den Streik. Und wieder eins weiter. Genau. Parallel zu dem ganzen Prozess haben wir schon sehr früh angefangen, die Beschäftigten nicht einfach nur zu informieren, was unser Vorhaben ist, sondern eben auch zum Beispiel in zweitägigen Intensivtrainings oder in immer wiederkehrenden Ansprachetrainings sie wirklich richtig mit ins Boot zu holen, auch in dem Sinne, dass sie eben einfach auch selbst sprechfähig wurden, dass sie auch zum Beispiel auf den Intensivtrainings beigebracht oder ja, das heißt beigebracht, aber gezeigt bekommen haben, wie man wirklich strukturiert und mit Organizing-Methoden zum Beispiel solch ein Gespräch führen kann, indem man Kolleginnen eben von dem Vorhaben erzählt und auch sie dazu bekommen möchte, eben auch Teil davon zu sein und auch aktiv mitzumachen, um sie dann sozusagen selbst auch auf die in die Bereiche zu schicken und die Bereiche selbst auch zu organisieren. Sprich auch so Begrifflichkeiten wie, was sind zum Beispiel Organic Leader? Also was sind Personen, die man ansprechen sollte, die man unbedingt mit ins Boot holen sollte, die eben zum Beispiel im Bereich auf der eigenen Station eben auch das Standing haben und die Wertschätzung der KollegInnen haben und die Möglichkeiten, eben auch so einen ganzen Bereich zu zusammenzurotten, zu organisieren und dafür zu sorgen, dass die KollegInnen eben selbst ihre eigenen Forderungen aufstellen und auch aktiv mit im Prozess mit dabei sind und immer mitgenommen werden. Aber eben auch zum Beispiel Ansprachetraining für Politik, Medien und Bevölkerung. Also wir haben auch ganz früh darauf gesetzt, dass eben entgegen zu dem, wie es früher immer war, dass Gewerkschaftshauptamt, Verhandlungsführung haben alleine Pressemitteilungen herausgegeben, haben alleine Hintergrundgespräche mit Politikern geführt. Das haben wir so ein bisschen umgedreht sozusagen und haben wirklich auch, natürlich waren bei uns in den Pressekonferenzen auch immer unsere Verhandlungsführer mit dabei, aber die Beschäftigten selbst haben eben auch einfach eine eigene Stimme gehabt und haben selbst beschrieben, ihre Forderungen selbst erklärt. Wer könnte sie besser erklären als sie selbst und eben auch die Situation dazu beschrieben? Und haben auch selbst eben Verbindungen mit in die Politik aufgebaut, um dann auch die Politik im ganzen Prozess zum Beispiel mit auf dem Laufenden halten zu können oder auch die Medien immer mit auf dem Laufenden halten zu können, sodass also wirklich die Beschäftigten selbst sozusagen auch Verantwortung für den ganzen Prozess mitgenommen haben und eben auch gesehen haben, dass ihre Stimme tatsächlich auch gehört wird. Was wir dann auch sehr erfolgreich über die ganze Zeit umsetzen konnten. Also so ein kleiner Vorblick sozusagen, dass man selbst nach 30 Tagen Streik, die es dann am Ende an der Charité waren, wo ich ja arbeite,
immer noch die Medien tatsächlich auch auf seiner Seite hatte. Das ist ja eine gute Leistung gewesen, dass wir sind wirklich präsent und wurden immer gesehen. Das wurde also sozusagen auch gesehen, worum geht es und warum ist es auch noch verhältnismäßig und so weiter. Und dann auf dem nächsten Bild sieht man auch unseren nächsten Stärketest, unseren nächsten, Entschuldigung, noch einmal zurück auf dem Bild auf der Folie. Genau, unsere nächsten Stärketests, unsere nächsten Meilensteine. Wir haben dann, nachdem also die Mehrheit der Beschäftigten gesagt hat, jawohl, wir wollen losziehen, haben wir angefangen mit Forderungsinterviews. Das heißt, jeder einzelne Beschäftigte in jedem Bereich wurde ganz konkret befragt, was er glaubt, was oder sie glaubt, was nötig ist, um vernünftig arbeiten zu können. Also welche konkreten Regelungen, welche konkreten Schlüssel und noch weiteren Regelungen sind nötig, damit wir wieder entsprechend des Standards unserer Arbeit vernünftig machen können. Was natürlich den Effekt hatte, dass die Beschäftigten nochmal gesehen haben, es geht tatsächlich um sie und es geht tatsächlich ganz konkret um ihre Arbeitsverhältnisse und sie ganz konkret haben auch die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Und wir haben das auch aber wieder an einen Stärketest und an eine Bedingung geknüpft. Das heißt, es mussten wirklich mindestens 50% der einzelnen Bereiche an diesen Forderungsinterviews teilnehmen und dann auch an Teamratschlägen teilnehmen, wo dann sozusagen aus diesen individuellen Vorschlägen und Ideen eine Forderung für den Bereich aufgestellt wurde, damit diese Forderung dann eben auch ins Gesamtkonzept mit übernommen wird. Das heißt, genau, auch da wieder sozusagen so eine Stufe mit eingebaut, die genommen werden, also die geschafft werden musste, die also auch dafür gesorgt hat, dass sozusagen im Bereich auch nochmal so ein bisschen der Antrieb losging, dass eben auch immer mehr Beschäftigte und Kolleginnen mit ins Boot geholt werden müssen, damit es eben geschafft wird und die Forderungen tatsächlich auch aufgestellt werden und nicht der eigene Bereich als einziger hinten runterfällt sozusagen. Genau, dann haben wir bei diesen Teamratschlägen auch Teamdelegierte gewählt. Das war der nächste Begriff, den ich ja einmal kurz erklären wollte. Teamdelegierte sind sozusagen Verantwortliche für ihren Bereich. Das heißt, sie sind diejenigen, die so ein bisschen sich zur Aufgabe gemacht haben, dafür zu sorgen, dass der Bereich eben Forderungen aufstellt, auch immer bei Aktionen mit dabei ist, auch dabei ist, sie mit zu unterstützen, dass er alle Informationen auch bekommt. Also im Prinzip sind die Teamdelegierten auch so ein Vermittlerpunkt zwischen dem, was dann am Ende am Verhandlungstisch und mit der Tarifkommission passiert und den Stationen. Das heißt, in beide Richtungen, also die Bereiche und Stationen werden auf dem Laufenden gehalten, was passiert da gerade, und Verhandlungsführer und Tarifkommission werden auf dem Laufenden gehalten, was brauchen die Bereiche tatsächlich sozusagen. Also um einfach da diese große Struktur zu haben und wirklich die komplette Fachexpertise nutzen zu können. Also großes Krankenhaus, auch ich bin nur ein Fachidiot, um tatsächlich sozusagen, oder Idiotin, um tatsächlich auch die einzelnen Bereiche wirklich gut vertreten zu können. Und diese Teamdelegierten wurden gewählt, sodass sie tatsächlich auch von dem kompletten Team eben automatisch diejenigen herausgewählt wurden sozusagen, die eben auch dieses Vertrauen des Bereichs der Station haben, dass sie tatsächlich so auch bis in die Verhandlungen hinein vertreten können, fachlich vertreten können und auch menschlich eben die Verbindung haben, dass sie das Team sozusagen auch weiter motivieren und mitziehen können. Genau, dann gerne eins weiter. Auf dem linken Bild sieht man einmal unseren Krankenhausratschlag. Da sind nochmal tausende Beschäftigte wirklich von Vivantes, Charité und den Töchtern zusammengekommen, alle Teamdelegierten, und haben gemeinsame übergreifende Forderungen aufgestellt nochmal. Also jetzt wieder noch einen Schritt weiter aus meinem eigenen Bereich hinaus. Eben, wie kann ich das in so einem Großprojekt Tarifvertrag übergreifend zusammenfassen? Haben da wirklich inhaltlich zusammengearbeitet. Und auf dem Bild sieht man gerade, wie so Votumskarten hochgehalten werden. Die Tarifkommission hat auch zu diesem Zeitpunkt ganz offiziell sich an die Teamdelegierten gewandt und hat versichert, wir treffen keine Entscheidung ohne das Votum der Teamdelegierten, sodass also das wirklich so ein ganz entscheidender Tag war im Sinne von, es wurde gesehen, wie wahnsinnig viele wir sind. Also man hat diesen Blick aus seinem eigenen Bereich, aus seinem eigenen Tellerrand hinausbekommen. Man hat gesehen,
wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, was für Prozesse in Gang setzen, wenn man eben einfach auch aus verschiedenen Bereichen verschiedene Inputs und Ideen bekommt und daraus dann was Gutes bastelt. Und es wurde eben auch gesehen, dass auch für den kompletten weiteren Verlauf die eigene Zeit, die man ja auch investiert, und die eigene Meinung und die eigene Expertise eben auch entscheidend ist. Also bis zum Abschluss sozusagen auch das eigene Votum mitzählt und man eben die Möglichkeit hat, den ganzen Prozess zu beeinflussen. Und zu diesem Krankenhausratschlag, das fand, wie man vielleicht, manche vielleicht schon erkennen, das fand im Unionsstadion statt, in der Alten Försterei, auf der Haupttribüne. Es ist also auch ein wunderbares Signal an die Beschäftigten gewesen, dass die Unterstützung in der Stadtbevölkerung auch tatsächlich so groß ist, dass wir mal eben ins Unionsstadion eingeladen werden. Also dass auch da die Kommunikation nach außen so gut funktioniert hat. Und wir haben auch wieder die Spitzen der Regierungsparteien mit dort vor Ort gehabt, die sozusagen auch sich zu unseren Forderungen positioniert haben. Also auch ein Stück weit die Tragweite, die Größe, die Macht sozusagen, dass die Beschäftigten auch PolitikerInnen zu sich, zu ihrer Veranstaltung bekommen, zitiert bekommen, wie auch immer man das ausdrücken mag. Janine, ja. Es gab eine Verständnisfrage, deshalb wollte ich die gleich mal anbringen. Es kam die Frage, sind Teamdelegierte die Organic Leaders oder die organischen Anführerinnen? Oder gibt es da einen Unterschied oder wie würdest du das beschreiben? Ja, nicht zwangsläufig sozusagen. Also Organic Leader sind eben gerade für den Anfangsprozess wahnsinnig wichtig. Also es sind sozusagen die Personen, die wirklich einfach die Möglichkeit haben, zum Beispiel bei einer Übergabe mal eine Ansage ans komplette Team zu machen, weiterzugeben, worum geht es hier, und eben auch die Möglichkeit haben, das Team tatsächlich, dafür zu sorgen, dass das Team sich gemeinsam dahinter stellt, dass es eben auch Arbeit mit auf sich nimmt sozusagen, dass sie auch, dass Kolleginnen, die vielleicht noch nicht bei Verdi organisiert waren, sich dann auch dafür entschließen, zu der Gewerkschaft mit beizutreten und so weiter. Also Organic Leader sind tatsächlich diejenigen Personen, die in dem eigenen Bereich, in dem eigenen Team so eine Stellung haben, dass sie die Leute eben einfach mitziehen können. Also zum Beispiel fachlich gute Anerkennung haben, also dass die Leute tatsächlich sagen, da steckt auch von meinem Beruf her so ein Fachwissen dahinter, dass die Kollegin eben auch weiß, wovon sie spricht, der Kollege, und dass das auch alles Hand und Fuß hat und man dann auch hinter den Forderungen stehen kann, dass sie aber auch menschlich die Position in dem Team hat, dass eben die Kollegen auch sagen, ja, da ist auch eine Vertrauensbasis, da ist eben auch Sympathie und so weiter, also sozusagen, und eben auch das Wissen, dass es tatsächlich eine Person, die sich auch stark genug ist und auch für uns einsetzen kann, die dann sozusagen auch gerade den Anfangsprozess sehr gut in Gang bringen kann. Teamdelegierte haben wir so ein bisschen auch davon abhängig gemacht, wie groß der Bereich ist. Also es waren dann auch mehrere für jeden Bereich. Umso größer, umso mehr Teamdelegierte hatten die Bereiche auch. Und das ist dann sozusagen nochmal auch für die Station einfach auf mehr Schultern verteilt. Also es sind natürlich auch Kolleginnen, die genauso auch diese Eigenschaften ein Stück weit mitbringen müssen. Klar, auch die Teamdelegierten, die das Team informieren, sind natürlich Kolleginnen, wo das ganze Team auch gerne zuhört und auch gerne mit ihnen zusammenarbeitet. Aber das ist dann sozusagen nochmal so ein Verteilen eben auch auf mehrere Schultern. Genau, also die Eigenschaften sind recht ähnlich, aber muss nicht automatisch die UL sein. Cool, danke dir. Ja, mach einfach gern weiter. Ich wollte nur kurz auf die Zeit hinweisen. Ja. Wir haben ja noch zwei andere Gäste, aber ich bin mir sicher, alle sind aufmerksam bei dir. Genau, die beiden Bilder, die man hier rechts sieht, sind Bilder von unserem Teamdelegierten-Treffen. Also wir haben tatsächlich, wie schon erwähnt, diese Kommunikationsstruktur ja wahnsinnig wichtig, um immer den Austausch, Verhandlungen, Tarifkommission und Bereiche vor Ort zu haben. Und so haben wir diese Teamdelegierten-Treffen immer parallel laufen lassen zu allen wichtigen, also nach jeder Tarifkommissionssitzung zum Beispiel, wurden die Teamdelegierten informiert, sei es über Zoom, sei es tatsächlich in Anwesenheitsmeetings. Das wurden über alle
voranschreitenden neuen Punkte informiert, haben auch gemeinsam mit der Tarifkommission rote Haltelinien festgelegt. Also wir hatten ja eingangs auch gesagt, Tarifkommission bindet sich an das Votum der Teamdelegierten. Und sind tatsächlich auch, das sieht man in dem Hörsaal zum Beispiel, immer bei jeder Verhandlung auch direkt mit dabei gewesen. Und das hatte einfach den Effekt, dass zum einen natürlich die Teamdelegierten selbst, die ja auch sozusagen in jeder Verhandlungspause immer wieder ins Boot geholt wurden und auch wieder ihr Votum abgeben sollten, wie machen wir weiter, dass sie also den kompletten Prozess mitbekommen haben. Das heißt, sie wissen natürlich auch, was für ein Kampf stand schon dahinter, um zu welchem Kompromiss, den wir vielleicht eingehen müssen, zu gehen. Haben die Kompromisse also dann auch mittragen können und haben genauso gut aber auch der Tarifkommission den Rücken stärken können im Sinne von, nein, das ist ein Kompromiss, den wir nicht tragen können, hier kämpfen wir jetzt weiter. Und die Tarifkommission hatte dann sozusagen auch die Stärke und die Sicherheit zu sagen, okay, wir können jetzt auch ruhigen Gewissens diese Pistole, die uns mal auf die Brust gelegt wurde, sozusagen wieder umdrehen. Wir können weiterkämpfen. Der Rückhalt in der ganzen Beschäftigten ist stark genug. Wir könnten zum Beispiel auch den Streik noch länger aufrechterhalten oder dergleichen. Das heißt, wir haben tatsächlich das auch so gemacht, dass wir auch die Verhandlungsführung zum Beispiel auch durch diesen breiten Aufbau, durch diese breite Beteiligung stark unterstützen und stärken konnten. Denn genauso wie die Teamdelegierten aus allen Bereichen im Krankenhaus sind, genauso war die Tarifkommission möglichst breit aufgestellt aus allen Bereichen und auch wirklich mit hoher Anzahl in den Verhandlungen vertreten, um eben aus allen Bereichen die Fachexpertise zu haben. Und wir gingen dann auch so weit, dass wir teilweise, wenn es um einen ganz bestimmten Knackpunkt ging, die Teamdelegierten auch mit in die Verhandlungen mit reingeholt haben, die dann tatsächlich ihren Bereich vorgestellt haben und erklärt haben, warum es eben so und nicht anders sein muss. Und haben dadurch sozusagen nicht selten der Geschäftsführung auch den eigenen Betrieb erklären können und damit auch den einen oder anderen Punkt noch durchsetzen können und gewinnen können. Und haben eben auch verhindert, dass etwaige Spaltungsversuche, die natürlich in Verhandlungstaktiken immer mit dabei sind, erfolgreich sind, sondern es war tatsächlich die ganze Zeit über eine absolute Einheit zwischen der breiten Masse der Beschäftigten, Verdi und der Tarifkommission sozusagen. Genau, und dann können wir schon mal zur nächsten Folie gehen und damit auch zur letzten Folie. Einfach noch mal kurz zusammengefasst, wir hatten also die ganze Zeit über ein enges Zusammenspiel zwischen den Beschäftigten auf der einen Seite, die also als Fachexperten gesehen wurden, die die inhaltliche Gestaltung komplett übernommen haben, die natürlich auch während dem gesamten Prozess Umsetzung und auch Verantwortung für das Produkt dann übernommen haben, die aber stets im engen Vertrauensverhältnis mit Organizing und Gewerkschaft zusammengearbeitet haben. Also es ist auch nichts im Hintertürchen passiert, sondern alles immer im direkten Austausch und gemeinsam. Und Organizing und Gewerkschaft haben eben einfach die Struktur gegeben sozusagen und Methodik und gegeben und Schulungen vorangebracht und Erfahrungen auch aus vorangegangenen Kampagnen oder Verhandlungstaktiken mit eingebracht, damit eben die Beschäftigten sozusagen in die Lage versetzt wurden, dann im ganzen Prozess und nach hinten heraus natürlich immer hochfrequenter eben auch selbst diese Verantwortung zu übernehmen, auf Strukturen, die aufgebaut wurden, zum Beispiel Kommunikationsstrukturen und so weiter, auch direkt immer zurückgreifen zu können. Und so dann eben stark genug zu sein, um dieses Riesenprojekt umsetzen zu können und dadurch eben ja, ein Stück Geschichte schreiben zu können. Hier fehlt natürlich ein drittes Bild. Seit heute haben ja auch die Töchter ihr Eckpunktepapier unterschrieben. Da war ich jetzt nicht so schnell, auch schon ein feierndes Bild hinterher schicken zu können. Danke dir, Janine. Wunderbar. Klasse. Nur kurz zur Erläuterung. Ihr habt jetzt sozusagen Verdi, die Gewerkschaft, Organizing ist eine Agentur, ne, die euch unterstützt hat und ihr als Beschäftigte, ne, damit die anderen Leute da jetzt, es gibt eine Agentur, die heißt auch Organizing, von daher kommt man da ein bisschen durcheinander. Ja.
Super, danke dir. Wir hatten eben schon einige Fragen und Antworten, die, glaube ich, sowohl von dir als auch nochmal schriftlich beantwortet wurden. Wir haben sozusagen am Ende von dem Blog mit den drei Gästen auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht zwei, drei Fragen aufzunehmen, die vielleicht dann nicht gleich beantwortet werden konnten. Als nächstes haben wir Philipp. Erstmal danke dir, Janine, für das sehr strukturierte, bildliche Eintauchen für uns. Und jetzt haben wir Philipp als nächsten Gast. Und ja, Philipp, du wurdest ja vorhin schon angekündigt. Ihr macht Aufbruch Ost, macht da sozusagen, versucht linke Schichtpolitik zu machen und die letzten 30 Jahre auch mal ins Heute zu bringen. Ich habe mitbekommen, ihr wart bei den Teigwaren Riesa beim Streik unterstützend tätig, oder wie es jetzt heißt, Streikwaren Riesa. Für manche, die das nicht kennen, ist ein Nudelbetrieb. Also gibt lecker Nudeln da. Und wie gesagt, du warst als Parteiloser auch Kandidat im ländlichen Raum für die Linke. Und ja, uns würde natürlich interessieren, wie ist die Erfahrung dort, wo die Wege lang sind, wo Leute vielleicht auch abgegessen sind? Was habt ihr und was hast du mit eurem Team in den letzten Monaten und Jahren erlebt? Und welche Dinge möchtest du uns gerne mitgeben? Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Super spannend zu hören, was die anderen Projekte hier so machen. Genau, ich sitze hier heute als Privatperson quasi, habe Aufbruch Ost vor 3 Jahren circa gegründet als Initiative, wo sich dann ziemlich viele Leute angeschlossen haben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Könnt ihr mich verstehen? Ja, ne? Genau, und bin dann jetzt um Jahreswechsel gefragt worden, ob ich für den Bundestag kandidieren möchte. Genau, das ist alles eine ziemlich lange Zeit. Ich versuche aber mal so ein paar Elemente irgendwie hervorzuheben, genau, weil ihr mich gefragt habt, ob ich dazu mal was erzählen kann. Und genau, würde vor allem erstmal mit der Initiative Aufbruch Ost anfangen. Genau, und halt einfach sagen, dass das eine Bewegung ist für alle, die das quasi nicht kennen. Es geht um Ostdeutschland, es geht einerseits um Fragen von Vergangenheitsbewältigung, aber auch um Gegenwartsfragen und Zukunftsgestaltung. Und es ist eine Bewegung, die sich im Herbst 2018 gegründet hat, einfach weil der Rechtsruck 2017 für viele junge Menschen bei uns sehr sichtbar wurde und einfach die AfD in Sachsen mit 27% stärkste Kraft geworden war und im Osten prozentual doppelt so gute Ergebnisse wie im Westen eingefahren hat. Und für uns stand quasi außer Frage, dass wir dagegen irgendwas tun wollen, und haben deshalb gesagt, in Leipzig 2018, dass wir die Initiative Aufbruch Ost gründen, und haben quasi im Freundeskreis losgelegt, so eine Art Gegenbewegung zu starten, einfach abends uns klassisch beim Bier zu dritt zusammengesetzt. Es haben dann einige andere auch noch mitgemacht, und dann haben wir versucht, quasi Step by Step quasi vorzugehen. Allgemein würde ich quasi noch dazu sagen, dass wir einfach relativ jung noch sind. Wir hatten Leute dabei, die studiert haben. Wir haben aber auch Leute dabei gehabt, die in der Krankenpflege gearbeitet haben oder ihre Ausbildung da gemacht haben. Wir hatten auch ältere Leute vereinzelt mit dabei, die ein gewisses Geschichtsverständnis aufgrund von Erfahrungen aus dem Umbruchsjahr 1989-90 und sowas mitgebracht hatten und links tickten zum Beispiel. Und wir hatten eben Leute, die aus der Stadt kamen, die im ländlichen Raum groß geworden sind, Leute, die ostsozialisiert waren oder westsozialisiert, und all das hat quasi ein Stück weit das, was Aufbruch Ost am Ende geworden ist, ausgemacht. Und wir haben quasi, sind fragend vorangeschritten und haben gemeinsam dieses Projekt über 3 Jahre vorangetrieben und entwickelt. Und ich würde quasi sagen, wir sind halt jung und eine nächste ostdeutsche Generation, kann man sagen, und wollen was verändern und vor allem eben hier leben und haben deshalb vor allem für Selbstermächtigung im Osten gestritten, also auch für was anderes als die PDS der 90er Jahre mit ihrer Kümmererfunktion. Und unser Ziel war
grob gesagt ein solidarischer Osten und wir wollten ganz konkret ostdeutsche Systemkritik nach links verschieben und haben diesbezüglich halt einfach das Gespräch gesucht mit Leuten und versucht, Gesprächsräume aufzumachen, auch in Kleinstädten und Ortschaften, und haben aber eben auch versucht, selber einfach Bewegung aufzubauen, so eine Art ostdeutsche Bürgerbewegung, auch mit dem Ziel, eben Ortsgruppen aufzubauen und Druck auf Politik zu machen, genau, aber auch die Politik näher zu den Menschen zu bringen, aber das sind ja alles nur so Floskeln. Das so grob würde ich es erstmal umschreiben, was wir quasi gemacht haben oder was unser Ansatz war. Und wir wollten quasi genau an so ostdeutsche Themen natürlich anknüpfen, weil wir glauben, dass darin einfach ein Potenzial steckt und dass wir es so schaffen können, einfach auch die Rechten einfach im Osten zurückzudrängen, und haben halt versucht, mit neuen Wegen, aber auch alten Wegen und unserem politischen Engagement einfach was bürgernah war, was geschichtsbewusst war, was eben ganz bewusst auf den ländlichen Raum und strukturschwache Regionen abgezielt hat und auf regionale und soziale Themen, die wir aufgegriffen haben, eben auch ausdrücklich mit einer bewussten Ansprache die lokale Ebene wieder in den Blick zu nehmen und auch zu versuchen, an der Seite der Leute zu stehen. Und das haben wir eben vor allem in Form von Marktplatzgesprächen und in Form von Streiksolidarität getan und anfangs eben mit viel Geschichtsaufarbeitung und dann aber auch viel mit Zukunftsbezug. So grob würde ich es erstmal umschreiben. Und damit das ein bisschen greifbarer wird, habe ich ein paar Bilder quasi mitgebracht, wie wir vorgegangen sind, und würde einfach mal mit Bischof Rohde anfangen. Wir waren damals in Thüringen. Da gibt es Bischof Rohde. Einige werden das von euch schon mal gesehen haben. Das ist quasi ein Kali-Bergwerk, was nach der Wende unter die Räder gekommen ist, einfach weil die westdeutsche Kali AG quasi den ostdeutschen Konkurrenten platt machen wollte und das dann letztendlich auch geschafft hat. Und da haben wir quasi, da hat ein Hungerstreik damals stattgefunden, und da sind wir quasi mit Gerhard Jüttemann, der hier auf dem Bild ist, ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir holen uns hier erstmal Erfahrungen her. Was ist denn hier eigentlich nach der Wende schiefgelaufen? Wieso ist die Stimmungslage so im Osten, wie sie ist? Und was können wir da mitnehmen einfach und lernen, und haben vor allem erstmal ganz viel zugehört. Und dasselbe haben wir auch nochmal gemacht, um uns nicht nur die Enttäuschung der 90er quasi und die Kämpfe, die da stattgefunden haben, die viel zu wenig Beachtung finden, um das mitzunehmen, sondern wir haben uns auch nochmal mit Gesine Oltmanns in Leipzig getroffen, die damals, also in der Nikolaikirche haben wir uns mit ihr getroffen davor, die ja quasi das Revolutionsjahr 89 in Leipzig ganz stark mit geprägt haben. Und so hatten wir quasi diesen Aufbruchsmoment, aber auch diese Enttäuschung, Resignation und Verzweiflung einfach auch in Form von diesen Kämpfen, Arbeitskämpfen nach der Wende. Und diese Erfahrung haben wir quasi mitgenommen und haben dann versucht zu gucken, mit dem Wissen, was wir hatten, auf der Straße schon mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, und haben diesbezüglich Bürgercafés stattfinden lassen. Und dazu haben wir auch ein Foto. Das Bürgercafé, und das ist, haben wir quasi, wir haben ganz, ganz viele solcher Straßencafés stattfinden lassen. Das sind Biertischgarnituren gewesen, die wir einfach auf der Straße aufgestellt haben, wo es Kaffee und Kuchen gab und wo wir die Leute einfach gefragt haben, die vorbeiliefen, was verbindet ihr denn mit dem Osten, und gibt es da für euch noch Unterschiede und so weiter und so fort. Und weil wir natürlich erstmal ganz viel erfahren wollten und weil wir auch versuchen wollten, den Leuten zuzuhören einfach. Also wir haben versucht, 70% zuzuhören und 30% selber zu reden. Und wenn Leute das wollten, haben wir auch Beiträge gefilmt und das Ganze natürlich auch weiter verbreitet, damit Leute auch wieder eine Stimme quasi kriegen, auch zum Beispiel im Netz und so weiter. Demzufolge waren wir Sprachrohr nach innen, aber eben auch nach außen. Bevor wir es selbst wurden, haben wir quasi mit so Videoschnipseln viel gearbeitet. Und
dass wir haben diese Straßencafés vor allem eben im ländlichen Raum stattfinden lassen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, ein Foto, was nicht ganz so zutrifft. Das ist quasi aus Leipzig jetzt ein Bild, wo wir zufällig junge Leute vor der Kamera haben. Da ist aber ein Bild entstanden, deswegen habe ich es genommen. Ansonsten genau, waren wir viel vor Supermärkten oder in irgendwelchen trostlosen Gegenden, wo der Bus nicht mehr fährt und so weiter, und haben uns da ja mit den letzten 30 Jahren und den Leuten quasi befasst und wie es ihnen geht. Und wollten sie auch immer empowern, aber hatten natürlich vor Ort kein Angebot, um die Leute quasi zu organisieren, sondern waren erstmal nur da. Genau, das ist quasi so die Anlaufphase. Das hat das Ganze aber mit begleitet. Die größte Aktion, die wir dann gemacht haben, war das Lichtfest. Dazu haben wir auch ein Foto, wo wir dann als Initiative das erste Mal öffentlichkeitswirksam an den Start gegangen sind. Und genau, vielleicht könnt ihr das auch einblenden. Und da die Erfolgsgeschichte einfach von 89 ein Stück weit hinterfragen, indem wir die Treuhand ins Spiel gebracht haben und haben ein über 10 Meter langes Hochtransparent auf dem Augustusplatz in Leipzig gehisst beim Lichtfest, was da jedes Jahr stattfindet, wo drauf stand eben Friede, Freude, Einheit, Fragezeichen, Treuhand, Aufarbeitung jetzt, also die Treuhand als eine Behörde, die nach der Wende einfach ja, für eine wahnsinnige Massenarbeitslosigkeit in Betracht des Umbaus von Plan zur Marktwirtschaft im Osten und einem massiven Kahlschlag, der hier stattgefunden hat, einfach genau das Thema wollten wir quasi setzen, weil es einfach gefehlt hat, und haben dort uns einfach mal zugetraut, dass ja die Wiedervereinigung eigentlich kritisch zu hinterfragen und dieses Transparent dort auszurollen, und wurden dabei von einem Fotografen begleitet und standen da 2 Stunden rum und haben selbst gedruckte Flyer verteilt und einfach abgewartet, was passiert. Vor der Bühne standen so 15.000 Leute. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auf der Bühne gesprochen und wir standen da mit unserem Fokus auf die Treuhand, um einfach nochmal das aufzuwerfen, was im Osten stattgefunden hat, nämlich dass die Treuhand einfach für 8.500 Betriebe zuständig war, also für eine komplette Volkswirtschaft, kann man sagen, und haben das angesprochen. Und gegen Ende der Veranstaltung kamen eben vor allem viele Leute auf uns zu und haben uns ein Feedback gegeben zu dieser Aktion und haben gesagt, dass sie total erstaunt waren, dass junge Leute dieses Thema nochmal aufgreifen, weil wir das ja gar nicht erlebt haben, und haben sich bedankt für das Interesse, was wir an dem Thema haben, und waren total aufgeschlossen quasi. Und das hatten wir so nicht erwartet, weil wir selber unsicher waren, wie die Aktion ankommen würde. Und Fakt ist, dass wir halt seit diesem Moment waren wir plötzlich in der Presse auch und hatten sehr, sehr viele Anfragen für Veranstaltungen, aber eben auch für Interviews. Also weiß ich nicht, ZDF und ARD und so weiter waren dann plötzlich auch an uns dran, mehr oder weniger mit der Zeit. Und dadurch hatten wir natürlich dann auch die Möglichkeit, das weiter zu erzählen, was uns Leute auf der Straße erzählt hatten. Also wir haben genau die Leute, also die uns begegnet sind und die meinten, dass sie keine Stimme haben, weil sie quasi keine Mikrofone vor der Nase haben und die Geschichte nicht richtig erzählen konnten. Wir hatten halt diese Mikrofone plötzlich, weil man sich für uns als junge ostdeutsche Generation interessiert hat, die was gegen den Rechtsruck tun möchte und Geschichte nochmal neu aufarbeiten möchte. Und plötzlich konnten wir Geschichten erzählen und waren uns aber immer dessen bewusst, einfach, ja, was das auch für ein Skandal ist, quasi, dass die Leute, also unsere Eltern- und Großelterngeneration, nicht gehört wurde dazu. Und haben versucht, diese Geschichten weiter zu verbreiten, um einfach die Geschichte der Wiedervereinigung richtig darzustellen. Also was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, aus unserer Perspektive von dem, was wir auf der Straße gehört haben. Genau, und ansonsten haben wir natürlich uns als Initiative auch weiterentwickelt in der Zeit und haben dann offene Treffen veranstaltet. Und dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht, damit man sich das vorstellen kann. Und wir sind quasi
fragend weiterhin vorangeschritten und haben zu einem offenen Treffen eingeladen und haben die Frage in den Raum geworfen. Ich glaube, hier steht sogar drauf, wie sich die spezifischen Probleme Ostdeutschlands aus einer linken Perspektive thematisieren lassen und wie ein gesellschaftlich emanzipatorischer Aufbruch jenseits von Pegida, AfD und Co. im Osten aussehen könnte. Und diese Frage haben wir einfach aufgeworfen und dazu eingeladen und haben gesagt, wenn euch das auch bewegt, dann kommt doch vorbei. Und da sind ja 70 bis 100 Leute quasi gekommen zu diesen offenen Treffen, die viele junge Leute, die sich die Frage genauso gestellt haben wie wir. Und plötzlich hatten wir quasi sehr, sehr viele Leute, mit denen wir Texte gelesen haben, diskutiert haben und denen wir natürlich ein Angebot machen wollten, um Bewegung aufzubauen. Und ja, sind dann quasi gewachsen, haben uns dann auch eine innere Struktur überlegt, wie wir quasi uns organisieren. Wir hatten wenige Leute dabei, die schon mal davor irgendwie politisch aktiv waren. Die meisten haben sich politisiert bei Aufbruch Ost und wir haben dann einfach versucht, Arbeitsbereiche zu gründen, also den Arbeitsbereich Aktion, Struktur, Presse und Social Media, einen Inhaltsarbeitsbereich und so weiter und hatten zudem halt noch eine Vollversammlung, wo wir alle zusammengekommen sind und Dinge diskutiert haben. Genau. Und so sind wir quasi vorgegangen und ansonsten zeige ich jetzt nur noch mal ein paar Sachen, die wir gemacht haben, um den Osten quasi wieder auf die Agenda zu setzen. Und da haben wir zum Beispiel dieses Videoprojekt gemacht, wo ich auch ein Bild dazu habe, wo wir versucht haben, genau mit einer Reihe, die hieß Aufbruch Ost fragt, haben wir immer wieder Leute interviewt, um deren Geschichten quasi sichtbar zu machen und mit unseren Social Media Skills, die es bei uns teilweise in der Gruppe gab, Videos rauszusenden. Und hier haben wir zum Beispiel Dr. Markus Böig, der zur Treuhand ein Buch geschrieben hat, was auch zum Teil kritisch ist und was wir ganz gut fanden. Wir haben aber eben auch Pressearbeit viel gemacht. Dazu haben wir auch ein Bild, ich glaube, das war der erste Text damals im Neuen Deutschland, der rausgekommen ist mit der Überschrift hier, eine Initiative junger Menschen kämpft für einen ostdeutschen Aufbruch von unten. Wir haben aber eben auch viel Streiksolidarität geübt. Dazu gibt es auch ein Bild, wo wir, hier waren wir bei einem Verdi-Streik mit vor Ort, aber wir haben eben auch dann den gewerkschaftlichen Aufbruch in Ostdeutschland mit begleitet, wo es halt ganz konkret um die Frage ging, wie schaffen wir das einfach, die Lohnmauer zwischen Ost und West einzureißen, weil es halt immer noch ein Skandal ist, dass nach über 30 Jahren deutscher Einheit knapp 1000 Euro Lohndifferenz besteht für die gleiche Arbeit. Und das waren halt immer so Themen, die uns bewegt haben. Also wie viele Ostdeutsche sind in Führungspositionen? Warum verdient man im Osten immer noch schlechter? Wieso wird die Geschichte unserer Eltern und Großeltern nicht richtig erzählt? Und das haben wir alles versucht zu unterstützen. Hier, wie gesagt, die Streikarbeit, wo wir dann vor Ort waren, wo wir Videos gemacht haben, wo wir versucht haben, die Leute vor Ort zu unterstützen. Und ansonsten haben wir natürlich auch Veranstaltungen selber gemacht, wo wir uns Gäste eingeladen haben und Kinosäle gefüllt haben in Leipzig und darüber hinaus eben auch im ländlichen Raum. Und da haben wir dann hier zum Beispiel mit Petra Köpping Kraske und Main und so Leute aus ganz verschiedenen Himmelsrichtungen, also aus der Politik, aus der Literatur und so weiter. Und Politikwissenschaft haben wir einfach versucht, den Osten gemeinsam zu thematisieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Und das Ganze war sehr gut besucht. Es haben sehr, sehr viele Leute bei Aufbruch Ost mitgemacht und wir hatten ultra viele Anfragen und wurden ziemlich gehypt. Und das war quasi alles so seit 2018, was da stattgefunden hat. Und jetzt komme ich quasi nochmal zu einem anderen Projekt, was aber teilweise da, wo es Überschneidungen gibt und was da so ein bisschen damit zusammenhängt natürlich auch, ist dann quasi gewesen, oder vielleicht sage ich noch einen Satz nur dazu, wie das gelaufen ist mit Aufbruch Ost quasi noch, also als Resümee, bis zu diesem Punkt zumindest, war es also ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, weil wir eben sehr schnell gewachsen sind, fast schon zu schnell
und es uns gelungen ist, einfach den Osten auch zu thematisieren, auch medial und ja, eine öffentliche Debatte einfach darüber anzustoßen. Und vor allem haben wir eben ganz viele junge Leute politisiert und, glaube ich, auch sehr, sehr viel Mut gemacht mit dem, was wir damals angestoßen haben. Und uns ist es auch gelungen, über Leipzig hinaus eben auch in der Fläche zu wirken, unter anderem auch Regionalgruppen zu gründen. Wir haben aber auch gewisse Dinge nicht geschafft. Genau, also zum Beispiel eben flächendeckend in Ostdeutschland Fuß zu fassen und eben auch Leuten, ja, dort teilweise ein Angebot zu machen, wo wir gute Gespräche hatten, uns auch Interesse gab, aber wo wir halt keine Gruppen so schnell aufbauen konnten. Ja, und genau, und vorgegangen sind wir eben auch nicht nach einem klassischen Organizing-Handbuch oder sowas. Also wir haben eigentlich einfach immer nur das gemacht, was wir für richtig gehalten haben in dem Moment und haben es versucht. Ja. Und jetzt versuche ich noch Daran anschließend nur eine kleine Frage von einer Zuschauerin, einem Zuschauer, weil du eben darüber sprachst, wie viele Leute ihr habt, beziehungsweise wo ihr es vielleicht auch noch nicht geschafft habt. Also da kam die Frage, wie viele Aktive oder Ortsgruppen sind bei Aufbruch Ost bisher so dabei, so schätzungsweise? Vielleicht das einfach nur mal in einem Satz, bevor du weitermachst. Kann man gut schätzen. Also zur Zeit sind das Erfurt konkret gewesen. In Berlin gab es den Versuch. Genau, und ansonsten super viel Nachfrage, aber wir hatten keine bestehenden Strukturen vor Ort und wir haben es auch nicht geschafft, uns institutionell, finanziell quasi abzusichern, quasi so, dass wir selber Stellen quasi oder sowas haben. Also wir machen seitdem quasi Politik mit dem, was wir haben, und da muss man natürlich auch aufpassen. Also heute sind wir auch ein bisschen schlauer als da, wo wir angefangen haben. Ja, genau. Also wenige Ortsgruppen, aber sehr viel Nachfrage. Wir haben es aber nicht geschafft, mehr Ortsgruppen aufzubauen. Ja. Genau, und ich versuche mal, den Schwenk hinzukriegen. Ich habe genau dann die Anfrage quasi gehabt, ich bin ja selber kein Parteimitglied, ob ich für den Bundestag kandidieren möchte in Nordsachsen, ländliche Region, das umfasst quasi die Orte Torgau, Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und so weiter, also ähnliche Regionen, wie wo wir davor mit Aufbruch Ost aktiv waren, also Annaberg, Buchholz, Zwickau, Zeitz und so weiter, alles ähnliche Regionen. Ich bin ja selber auch in so einer Region aufgewachsen. Und haben uns natürlich gefragt, was macht man da jetzt, wenn man jetzt so einen Wahlkampf macht, wie kann man da jetzt was reißen? Und an sich habe ich versucht, vieles von dem wieder umzusetzen, was wir bei Aufbruch Ost schon mal gemacht hatten, womit wir gute Erfahrungen gemacht hatten. Also viel den Leuten natürlich zugehören und deswegen war auch ein Slogan zuhören und anpacken. Ich hatte aber auch den klaren Ostbezug mit einem Slogan, der eben hieß fröhlicher Eigensinn Ost statt falscher Nachbau West. Das war der Wahlkampfslogan, also auch ein Aufbruch Ostiger. Und ansonsten haben wir einfach versucht, ja, nicht darauf zu warten, dass quasi Leute zu uns kommen, sondern wir wollten zu den Leuten gehen und auch vor Ort genau mit unseren politischen ja, Aktionen quasi zu den Leuten vordringen und haben deshalb auf drei Sachen vor allem gesetzt. Wir waren quasi in den Kleingärten aktiv. Wir waren bei Amazon vom Werkstor, da hatte ich, glaube ich, auch noch ein Foto rumgeschickt, wo wir einfach Flugblätter verteilt haben an die Beschäftigten. Also wir haben uns nicht versucht, hinter dem Infostand zu verstecken, sondern sind halt an die Werkstore gegangen, zum Beispiel zu Amazon, und haben dort Flugblätter verteilt, die uns da auch aus der Hand gerissen wurden, weil wir einfach ja, die Themen bei Amazon angesprochen haben und ansonsten den Leuten auch zugehört haben und ja, diesen Arbeitskampf quasi dort auch mitgenommen haben. Und wir haben eben auch Haustürwahlkampf gemacht. Und dazu hatte ich auch noch zwei Bilder rumgeschickt, wo wir versucht haben, Leute aus der Stadt zu mobilisieren, auch in den ländlichen Raum zu fahren und da natürlich auch Leute, die im ländlichen Raum im Kreisverband aktiv sind, natürlich zu ermuntern, mitzumachen, und sind dann halt einfach in Viertel gegangen, wo es soziale Schieflagen gibt, und haben dort, ja, weiß ich nicht, an einem Tag zum Beispiel mal 600 Haustüren und sowas gemacht, haben das jedes Wochenende gemacht, zum Beispiel ganz konkret in Torgau Nordwest, was ein Viertel ist, wo es sehr, sehr
große soziale Probleme und Herausforderungen gibt und haben eben da ganz bewusst unsere Wahlkampfauftakt- und Abschlussveranstaltungen gemacht. Wir waren dort an den Haustüren, wir haben dort sehr viel geflyert und haben halt gehofft, dass sich das am Ende ein Stück weit auszahlt. Genau, und wie wir versucht haben, Leute zu mobilisieren und wie wir da vorgehen wollten, kann ich euch vielleicht mal in einem kleinen Videoschnipsel zeigen und dann noch ein kleines Resümee ziehen und dann bin ich vielleicht auch fertig. Genau. Hallo, ich bin Philipp, 24 Jahre jung, parteilos und Direktkandidat für die Linke zur Bundestagswahl 2021 in Nordsachsen. Und ich bin Hanna. Ich unterstütze Philipp in seinem Wahlkampf und koordiniere in diesem Sommer die Aktionstage in Torgau Nordwest, aber auch anderswo. Wir stehen hier heute in Torgau Nordwest. Das ist ein Viertel, in dem 6000 Menschen wohnen, Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne Migrationsgeschichte. Zu DDR-Zeiten war das Viertel recht angesehen. Hier haben vor allem die Glaswerker gewohnt. Doch nach der Wende hat das Viertel mehr und mehr an Bedeutung verloren. Heute wählen hier über 50% der Menschenrechte Parteien. Doch das war nicht immer so. Noch vor einigen Jahren haben 38% der Menschen die Linke gewählt. Und es war eine absolute Linkspartei-Hochburg. Währenddessen die CDU auf Sicherheit und Ordnung pocht und die AfD sagt, die Ausländer sind schuld, wollen wir das Soziale in den Mittelpunkt rücken. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, hier einen Fokus auf dieses Viertel zu legen. Denn Politiker sind hier eigentlich kaum noch vor Ort. Und deshalb wollen wir das Gespräch mit den Leuten suchen und Politik machen, die auch wirklich nah an den Menschen dran ist. Deshalb wollen wir mit euch und vielen anderen Linksaktiven hier vor Ort sein und an der Haustür, am Spielplatz, überall im Viertel mit den Menschen ins Gespräch kommen und hören, was sie so zu erzählen haben und das auch annehmen. Frei nach dem Motto 70% zuhören und 30% selber reden, wollen wir hier gemeinsam mit allen, die Lust darauf haben, einen Haustürwahlkampf stattfinden lassen. Über viele Wochen wollen wir durch Nordsachsen touren und auch die Abschlussveranstaltung soll hier in diesem Viertel stattfinden. Seid auf jeden Fall dabei, meldet euch bei uns über Philipps Social Media Kanäle und gestaltet mit uns diesen Wahlkampf. Ja, also ihr merkt schon, genau, ich habe alles, was ich immer gemacht habe, habe ich mit einem Team zusammen gemacht. Ich habe quasi mein Gesicht hingehalten, aber wir haben das alles gemeinsam gewuppt. Bei Aufbruch Ost waren wir sehr, 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 sehr viele. Im Wahlkampfteam waren wir dann ein eher kleinerer Kreis noch, würde ich sagen, also im Vergleich. Genau, und das Wahlergebnis für die Linke und was Direktkandidaten und so geholt haben, ist euch ja sicherlich so grob bekannt. Also wir haben auch überall eingebüßt und die Ergebnisse haben sich halbiert und sowas. In Torgau Nordwest war es im Vergleich, sage ich mal, noch ganz okay, aber jetzt auch kein Erfolg. Ich denke, Sinn macht es vor allem, wenn es vor allem eine Person gibt, die lokal irgendwie verankert ist und irgendwie bekannt ist, zum Beispiel, weil sie als Lehrkraft schon dort an der Schule tätig ist seit ein paar Jahren oder irgendwie im Viertel da irgendwas macht, wenn man das quasi über einen längeren Zeitraum auch zwischen den Wahlen macht und wenn man vielleicht auch eine konkrete Kampagne hat, an der man sich quasi entlang hangelt, wo man zum Beispiel irgendein lokales Thema, was die Leute halt bewegt, dafür Unterschriften sammelt oder sowas. Und all das haben wir nicht gemacht und sicherlich gilt es einfach im Osten auch, dicke Bretter zu bohren und deswegen ist Haustürwahlkampf meines Erachtens trotzdem richtig. Wir haben gute Resonanz und Erfahrungen vor Ort gemacht, aber leider hat sich es am Ende nicht ganz ausgezahlt, zumindest in Stimmen für die Linke. Genau, und das war erstmal so grob die Vorstellung, die ich machen wollte. Genau. Danke dir, Philipp. Der Bundestrend war keine Nosse dieses Jahr. Danke für deine Einblicke in die beiden Projekte. Ich will nur sagen, wie man vielleicht hört, ich bin ja auch von uns, ja, Philipp? Und als ich Aufbruch Ost das erstmal mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, ach Mensch, endlich mal Leute, die eben aus dem Herzen reden. Von daher, hab lieben Dank für deine ersten Einblicke. Und nun wollen wir waren jetzt gerade im schönen Berlin, jetzt waren wir im ländlichen Sachsen, also Leipzig nicht ganz so ländlich, aber das, was ihr sozusagen da sonst noch so veranstaltet habt. Und jetzt kommen wir nach Kassel, einer mittelgroßen Stadt, würde ich sagen, als nun mittlerweile Berliner. Und aber auch, Violetta, du machst viel im Stadtviertel mit der Roten Ecke. Und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Und
Ja, ihr habt da auch Kampagnen angestoßen. Philipp hat es ja eben gemeint, es bräuchte immer so vielleicht Organic Leaders aus der Nachbarschaft, die mit einer Kampagne anstoßen. Und genau, und vielleicht ist das ja eine kleine Überleitung zu dir und dem, was ihr so macht. Ja, dann auch von mir. Hallo erstmal. Und ich freue mich auch sehr auf die Einladung. Und fühle mich auch ein bisschen geehrt, in der Runde zu sitzen. Ich finde jetzt die erste Stunde schon total spannend und würde gerne einfach weiter zuhören. Aber genau, ich werde vor allem auch ein bisschen was zu dieser Stadtteilarbeit sagen, weil das ja quasi nochmal so ein Feld ist, das da auch fehlt. Und er hatte in der Vorbereitung ja auch gefragt, so, was ist eigentlich das allgemeine Ziel und wie versucht man das umzusetzen? Und bei uns ist es schon, also was irgendwie klar ist, wir wollen einen Beitrag leisten, um diese Gesellschaft grundsätzlich umzukrempeln, also wirklich schon auch mit einer revolutionären Perspektive, weil sich einfach vieles ändern muss, also Klimakatastrophe, Wirtschaft, Soziales, muss ich hier wahrscheinlich gar nicht groß sagen, aber eben auch ganz konkret Lebensbedingungen verbessern und eben auch Bedingungen schaffen, die Kämpfe überhaupt auch mehr ermöglichen, also wo man sich im Prinzip auch im Widerstand oder auch in einer anderen Gesellschaft schon üben kann, wo man solidarische Orte hat. Und wie machen wir das konkret? Also eben in der Vorstellung hatte Lucy auch schon gesagt, auch am Anfang eher so aus dem gewerkschaftlichen Kontext dazu gekommen, habe es in den USA kennengelernt und wir haben uns dann entschieden mit am Anfang 4 Leute, das sage ich deswegen auch, also inzwischen sind wir ein bisschen mehr, aber ich finde, das ist so ein Element, was sich bei Organizing immer wieder zeigt. Wenn man so einen Kern hat, braucht es am Anfang noch nicht viele, sondern wenn die entscheiden, bestimmte Schritte zu gehen, dann wird man auch zu mehr Leuten. Und da eben eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur bei dem Gewerkschaftlichen, sondern auch im Stadtteil eben hinaus in die Nachbarschaft rein, in die Viertel und haben einen Stadtteilladen aufgemacht, also die Rote Ecke, mit TH übrigens, weil der Stadtteil Rothen-Dittmold heißt. Das ist so ein typischer Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit, viele Alleinerziehende, hoher Migrationshintergrund, viele, die nicht wahlberechtigt sind. Niedrigste Wahlbeteiligung in der Stadt, weil viele eigentlich von der Politik eh nichts erwarten und mit viel großem Veränderungsbedarf. Und wir haben einerseits haben manche von uns selbst dort gewohnt, die anderen sind dann auch bewusst dort hingezogen, um dort eben vor Ort was zu verändern. Stadtteil finde ich auch deswegen auch nochmal interessant, weil wir ja auch alle einfach die Situation erleben, dass die Jobs immer mehr befristet sind und der Wohnort zumindest oft, auch nicht immer. In Kassel ist die Gentrifizierung noch nicht ganz so schnell wie in Berlin, aber sie nimmt auch zu, aber auch so ein stabiler Ort ist, wo man die Leute eben auch trifft, auch wenn sie ein halbes Jahr da arbeiten und ein nächstes halbes Jahr dann wieder woanders. Und bei uns sind ja auch viele direkt vom Jobcenter abhängig. Und im ersten Jahr war es eigentlich hauptsächlich auch so als ein Ort für Betriebsgruppen, wo wir aktiv waren. Da sind wir gar nicht so sehr im Stadtteil angekommen und dachten auch die ganze Zeit, ja, Community Organizing, also dieses Organizing in der Nachbarschaft anzuwenden. Das wäre ganz schön, aber irgendwie sind wir noch nicht genug dafür. Wir machen jetzt erstmal so Kaffeetreffen und dann werden wir dadurch mehr und dann fangen wir was an. Und dann war es aber nach einem Jahr so, also manchmal kann man sich selber die Themen aussuchen, manchmal suchen sich die Themen ja auch einen, dass einfach ganz konkret eine Buslinie gestrichen werden sollte, im Kontext aber von einem allgemeinen Abbau des Nahverkehrs in der Stadt. Und wir da dachten, ja gut, da müssen wir jetzt aktiv werden. Das betrifft einfach ganz akut die Alltagssituation oder die Lebensqualität und haben dann angefangen, Unterschriften zu sammeln. Also eigentlich ganz klassisch erstmal jeden Morgen an der Bushaltestelle, dadurch viele Gespräche geführt. Und eben auch dabei immer schon Kontakte gesammelt, versucht uns dann mit den Leuten zum Einzelgespräch auch wieder zu treffen und eben auch, also auch beim Unterschriften sammeln immer schon zu fragen, ob die Leute bereit sind, auch selber aktiv zu werden, dass sich was verändert. Und dann waren es im Prinzip, würde ich sagen, so die normalen, die Frage ist gerade, wie haben wir die Miete finanziert? Also der Stadtteilladen ist ehrenamtlich betrieben. Wir haben Ausgaben von rund 300 Euro, würde ich sagen, aber mit allem Internet, also ist anders als in so ganz großen Städten und es ist über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert. Immer so knapp, also wir haben auch, man kann auch direkt auf der Website spenden und haben dann eben Unterschriften gesammelt, um auch ein bisschen abzutesten, naja, wie ist denn die Stimmung, ist es ein Thema, das nur wir interessant finden oder das viele betrifft? Und da war auch in vielen Gesprächen, also es haben natürlich alle unterschrieben, weil man diese Busverbindung einfach brauchte, aber wo man gemerkt hat, an dieser ganz konkreten Situation hat sich eigentlich so die Wut auf dieses
Also da wird man, erst kürzen sie uns die Rente, dann erhöhen sie den Hartz-IV-Satz nicht, dann steigen die Mieten und jetzt wollen sie uns auch noch den Bus nehmen. Also wo man eigentlich gleich in der ganzen Diskussion mit drin war. Das fand ich da total spannend und es haben am Anfang natürlich nicht viele geglaubt, dass man das auch irgendwie, dass man da was machen kann. Aber wir hatten das dann auch, haben uns dann eben auch so einen Plan to Win gemacht. Wie bauen wir das auf? Ein Mapping vom Stadtteil. Welche Akteure muss man noch ansprechen? Was sind eigentlich, welche Communities gibt es vor Ort? Was sind die, wer hängt am Spielplatz rum? Wer ist in der Kneipe? Da hat man ja im Stadtteil auch ganz unterschiedliche Gruppen, auf die man trifft. Und wie können wir da eben möglichst viele erreichen? Und es war natürlich auch parallel immer der Prozess, dass man sich in der ganzen Stadt vernetzt. Aber ich erzähle jetzt vielleicht eher das, was den Stadtteil selber betrifft. Weil unser Ziel schon auch war, sich durch diese Kampagne auch stärker zu verankern. Was auch eine Erfahrung war, die dabei, finde ich, immer wieder ganz wichtig war oder die wir auch danach immer wieder gemacht haben. Und ich finde auch, bei Janine ist es ganz deutlich geworden, so diese, die Verantwortlichen oder die Entscheidungsträger den Leuten auszusetzen. Ich sage es mal so, also die vor Ort zu holen und eben nicht irgendeine Zwischenposition dazu zu schalten. Oder wir sind auch am Anfang ganz bewusst nicht gleich zum Rathaus gegangen, sondern haben gesagt, die sollen zu uns kommen. Die sollen vor die Bus, an die Bushaltestelle kommen und dann werden, also dann erzählen die Nachbarinnen, was es heißt, wenn der Bus nicht fährt. Und allein diese Situation, finde ich, macht schon oft so ein bisschen einen Unterschied. Also einmal, weil es mir so vorkommt, für viele in der Politik ist es einfach so weit weg, der Alltag. Und andererseits, weil es einfach was unheimlich Empowerndes ist oder Ermächtigendes ist, wenn man das mal direkt aussprechen kann. Genau, und wir hatten dann auch 1800 Unterschriften, haben auch eben die im Stadtteil auch ausgehängt, also natürlich nicht mit den Namen, aber so, um das sichtbar zu machen, wie viele das sind. Haben Demonstrationen gemacht stadtweit, die Bündnisarbeit, was auch immer wichtig war, so Zwischenstände auch immer wieder zu feiern. Unsere Treffen, muss man vielleicht dazu sagen, die sind wöchentlich, immer nur eine Stunde. Auch das war in unserer Erfahrung wichtig, weil Zeit ist eh knapp und gerade Alleinerziehende zum Beispiel haben genug zu tun. Es ist super zusammenzuarbeiten, weil die einfach top organisiert sind. Aber deswegen auch wirklich zu sagen, man weiß, wie lange ein Treffen dauert und man versucht, diese Zeit auch wirklich gut zu nutzen. Oder auch in den, bei den Treffen schon irgendwie die Transpis zu malen oder die anders zu gestalten oder auch wirklich mal sich ein Treffen dann auch Zeit zu nehmen, wo man das dann auch mal feiern kann, wenn man zusammen sowas erreicht hat. Also gerade diese Unterschriftenübergabe oder nach der Demonstration oder wenn man in die Presse gekommen ist, so diese konkreten Sachen. Was ein anderer schöner Moment war, an den ich mich da auch immer erinnere, das war dann, also wir hatten dann dadurch die Initiative auch schon bekannter gemacht, haben es auch geschafft, dass die Busverbindung erhalten geblieben ist, leider nicht am Wochenende, da sind wir immer noch dran, das ist, aber zumindest ist es gelungen, dass die Einsparungen insgesamt für die Stadt nicht ganz so hoch waren. Inzwischen haben, sagen auch alle, dass das ein Fehler war, diese Liniennetzreform überhaupt zu machen, also dieses Einsparprogramm, aber wir sind da immer noch dran, also es geht immer noch darum, den Ausbau weiter voranzutreiben. Und wir hatten quasi immer so verschiedene Themen oder verschiedene Kampagnen zu unterschiedlichen Punkten. Also das Jahr drauf, da ging es dann darum, Barrierefreiheit in den Straßenbahnen durchzusetzen. Also weil es plötzlich hieß, es darf nur noch ein Rollstuhl mitgenommen werden wegen Sicherheitssachen. Wo aber eigentlich gesagt worden ist, es stimmt nicht so in der Form. Und da konnten wir auch gemeinsam mit, da hatten wir zum Abschluss dann so eine Kundgebung mit 80 Rollstuhlfahrerinnen vorm Rathaus. Und dann ist es auch wieder zurückgenommen worden. Also immer an so kleinen Punkten eigentlich quasi so Zwischenkampagnen. Und eine danach war dann auch noch im, das war dann fast eher im Nachbarstadtteil. Das konnten wir gar nicht, da haben wir quasi mehr unsere Erfahrungen geteilt und geholfen, wie die das aufbauen können. Und die hat es dann eben auch betroffen gewesen von der, von den Einsparungen. Und da war dann eben auch die Idee, wir holen die Verantwortlichen vor Ort und wir holen die Presse vor Ort und wir gehen einfach mal diese Strecke, die jetzt schlechter erreichbar ist, weil der Bus nicht fährt. Und die geht halt ausgerechnet bergauf und sie geht von Seniorenwohnheim und dort fährt, also inzwischen fährt wieder, zumindest zu bestimmten Zeiten Bus. Aber das eben gemeinsam abzugehen und das war eine total gute Erfahrung, weil wir da selber eigentlich gedacht haben, da kommen vielleicht 30 Leute und wir haben am Ende mit 300 Leuten durch diesen Stadtteil gegangen sind und es auch was ist,
wo viele sagen, das hat den Stadtteil auch so ein bisschen verändert und es ist so ein Referenzpunkt immer wieder, wo man dran denkt, da haben wir das durchgesetzt. Und dort hat es eben auch funktioniert, dass es so einen Kern gab, der das angefangen hatte. Die haben auch Haustürgespräche gemacht, auch Unterschriften, also eigentlich die üblichen Schritte in diesem Prozess und so eben einfach unheimlich viele Leute erreicht. Und eben nicht die üblichen Verdächtigen, die normalerweise zu Kundgebungen und Demonstrationen kommen. Ich finde, ach so, die andere Frage im Chat war, glaube ich, noch, genau, Verhältnis von Rote Ecke und Linkspartei. Also die Rote Ecke selber ist unabhängig von der Linkspartei. Ich würde sagen, ein Drittel ist inzwischen Mitglied in der Linken. Ich bin selber ja auch in der Linken, aber auch erst, wahrscheinlich auch erst durch diese ganze Stadtteilarbeit geworden. Also da gibt es ein gutes Verhältnis zueinander, aber es ist auch im Stadtteil für viele gut, dass es parteiunabhängig ist, weil manchmal da ja auch gegenüber Parteien eine Skepsis besteht. Und ich glaube, dadurch ist es in einer Form eine Schnittstelle, aber die Unabhängigkeit ist wichtig und trotzdem gibt es aber auch eine klare Kooperation. Und jetzt, da komme ich aber vielleicht auch gleich nochmal mit dazu. Was ich jedenfalls bei diesem, also auf dieser ganz konkreten Ebene schon bei Organizing immer toll finde, ist ja einfach, wie man sieht, wie Menschen wachsen und wie man, wenn man gerade hat, wenn man diese Aufgaben teilt. Also manchmal ist es ja so, man denkt sich, wenn man es selber macht, geht es schneller. Das fände ich auch so, auch, wir haben ja noch ein Wochenende zu Organizing oder vielleicht auch für jetzt für die Diskussion, diesen Punkt, die Aufgaben zu teilen oder wenn das erste Mal jemand eine Rede hält oder man sich gemeinsam zusammensetzt, um Flugblatt zu schreiben. Ja, wie da einfach Leute auch dran wachsen. Und also ich würde schon sagen, was uns nicht gelungen ist, ist, dass alle, die in der Kampagne oder in den einzelnen Kampagnen aktiv waren, dann immer fest dabei geblieben sind bei der Initiative Nahverkehr. Die Initiative Nahverkehr gibt es weiterhin. Also wir treffen uns immer noch jede Woche eine Stunde für Ausbau des Nahverkehrs, für Klimagerechtigkeit, für die Senkung der Fahrpreise und haben aber quasi immer verschiedene, wir suchen immer, was gerade unser Schwerpunkt ist. Und es ist aber trotzdem so, dass man die Leute aus den Kampagnenphasen immer wieder trifft. Also weil es einfach auch Erfahrungen sind, die Leute mitnehmen, die sie dann vielleicht wieder in anderen Kontexten auch anwenden. Das finde ich eigentlich ist so, also gerade wenn man das über so einen längeren Zeitraum verfolgt, finde ich auch was einfach immer was ganz Schönes, dass man da ja immer so einen Koffer Erfahrung auch mitgibt. Das andere, warum das vielleicht sich nicht immer quasi stetig bei dieser Nahverkehrsinitiative bleibt, unsere Erfahrung, würde ich schon sagen, so jetzt nach 7 Jahren Stadtteilarbeit ist das Stadtteil ist ja quasi eine andere Einheit als ein Thema, weil die Einheit ist der Ort. Und dann sind es halt immer ganz andere Themen, die gerade aufploppen. Also da können wir dann noch so sehr sagen, ihr müsst doch jetzt alle, Busse müssten doch das wichtigste Thema sein. Aber so ist es ja dann in der Realität nicht, sondern dadurch ist es mal das Thema Kita-Plätze, dann war es das Thema, dass der Kinderarzt, also kinderreichster Stadtteil, die Gefahr war, ob es noch einen Kinderarzt gibt oder nicht. Aber wo wir quasi von den Themen dann auch immer wieder neue Sachen aufnehmen und versuchen dazu Sachen durchzusetzen oder Mieterinitiative, je nachdem, was halt quasi gerade ansteht. Und von daher eigentlich in der Stadtteilarbeit würde ich sagen, schon sehr allseitig, mit welchen Themen man sich dann auch, welche Themen entstehen. Inzwischen ist es so, dass in dem Stadtteilladen selber, also wir haben wöchentlich Foodsharing, nee, zweimal die Woche Foodsharing, wo Lebensmittel verteilt werden. Wir haben eine Erwerbsloseninitiative, jetzt seit inzwischen auch 3 Jahren, die finde ich auch wirklich nach Organizing arbeiten und wo es finde ich auch total gut gelingt, so einzelne Sachen durchzusetzen, was ich mir früher selber immer nicht so, also wir hatten das ganz am Anfang selber mal probiert, aber dann war das immer dieses große Feld Jobcenter, was kann man da eigentlich mit Kampagnen durchsetzen? Das ist einfach so dieses ganze Hartz-IV-Regime. Und wo es aber auch im Prinzip ein bisschen geklappt hat, Themen so runterzubrechen. Also zum Beispiel, dass man Eingangsbestätigungen bekommt, was einfach für ganz viele einen Unterschied macht, weil sie ansonsten sanktioniert werden, wenn das Jobcenter behauptet, sie hätten irgendwelche Unterlagen nicht abgegeben. Also wo auch auf dem Feld versucht wird zu sagen, was sind so Punkte, wo man konkrete Forderungen durchsetzen kann
Und da finde ich es auch ganz erstaunlich, wie schnell das Jobcenter auch Angst hat vor Öffentlichkeitsarbeit. Sowas hätte ich mir früher gar nicht so vorstellen können, aber wo das eigentlich ganz gut funktioniert und eben Erwerbslose selber, also wirklich diese Selbstorganisation stattfindet. Ansonsten haben wir noch Bildungsreihe und dann halt immer mal so die Nahverkehrsinitiative und dann immer mal so Kaffee trinken, einzelne Sachen. Manches ist jetzt während der Pandemie natürlich nicht komplett weitergegangen, aber gerade so die Sachen Foodsharing, Erwerbsloseninitiative, die Sachen liefen eigentlich alle weiter, weil die einfach weiterhin notwendig bzw. sogar notwendiger waren. Also finde ich, wo man auch nochmal mehr gemerkt hat, überhaupt so einen Ort zu haben, wo man, ja, also wenn alle Türen verschlossen sind, weil man überall nur in Hotlines landet, wo man so einen Ort hat, wo man, ja, wo Solidarität gelebt wird. Genau, alles wird ehrenamtlich betrieben, das habe ich schon gesagt. Was vielleicht auch eine Entwicklung, da komme ich vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Linken, war in den letzten Jahren war schon auch ein stärkerer Fokus hin zur Kommunalpolitik. Also eben, ich bin selber Stadtverordnete inzwischen seit 2016. Also Stadtverordnete ist bei uns quasi die Kommunalpolitikerin. Und auch die kommunalpolitische Ebene deswegen, weil das ja auch quasi eine Einheit ist, wo man gucken kann, wie kann man Themen konkret durchsetzen. Man muss dann nicht immer direkt bis nach Berlin, sondern man kann gucken, was kann man hier vor der Stadt konkret runterbrechen. Das finde ich funktioniert zum Teil auf der kommunalen Ebene auf jeden Fall ziemlich gut und auch bei der letzten Kommunalwahl, die in Hessen im März war, waren die Ergebnisse noch anders als jetzt bei der Bundestagswahl. Da war es auch so, dass durch diese ganzen Organizing-Prozesse auch mehr Leute gesagt haben, sie kandidieren auch für die Linke auf Ortsbeiratslisten. Also nochmal, in manchen Orten heißt es, glaube ich, Bezirke, aber wo das auch so einen Prozess eigentlich in Gang gesetzt hat und wo jetzt auch wieder in anderen Stadtteilen Mieterinitiativen und sowas davon ausgehend entstehen. Genau. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch sagen wollte, weil ja auch, wenn es um Organizing geht, immer wieder die Frage ist, wie kann man es eigentlich vom gewerkschaftlichen Kontext auf andere Kontexte übertragen? Und das ist natürlich bei uns in der Stadtteilarbeit oder Klimagerechtigkeitsarbeit, Nahverkehr auch immer wieder ein Thema war. Und ich finde, bei den Themen Mieterinitiativen und gewerkschaftlichen Sachen, da ist es... hat man ja zumindest eine Gemeinsamkeit, dass der Interessengegensatz sehr klar ist, was ja bei Organizing gerade als konfliktorientierte gemeinsame Organisierung, wo man klar identifizierte Entscheidungsträger hat, von denen man was abbringt, was ja irgendwie eine klare Gemeinsamkeit auch ist, was in anderen Feldern, finde ich, manchmal ein bisschen schwieriger zu identifizieren ist oder beziehungsweise wo es dann darum geht, wie man diese großen Themen wieder auf das ganz Konkrete runterbrechen kann. Also ich hatte ja gesagt, es ist immer mal wieder zu anderen Themen. Das, was stabil weiterläuft, ist trotzdem die Nahverkehrsinitiative. Und was wir da jetzt im Moment angefangen haben, ist, dass wir sagen, wir wollen den Fokus auf die Hauptverkehrsstraßen legen. Also auch aus dem Gedanken heraus, dass uns auch eine Klassenorientierung da immer wichtig ist. Und eigentlich, wenn wir sagen, das große Thema Klima, wo zeigt sich das eigentlich konkret am meisten und wer würde auch am meisten von der Veränderung profitieren? Und dann sind es ja gerade die an den Hauptverkehrsstraßen, die meistens dort wohnen müssen, weil die Mieten noch einigermaßen bezahlbar sind, aber die halt auch die ganzen Abgase abkriegen, die schnellen Straßen vor der Tür, den Lärm. Und also bei uns im Stadtteil haben auch viele kein Auto, die von daher auch auf den ÖPNV noch mal mehr angewiesen sind. Und da haben wir jetzt letzte Woche erst, genau, haben wir angefangen, Haustürgespräche zu führen, um eben mal abzufragen, bei uns an der Hauptstraße das auch viele so sehen. Wenn nicht, wird es wenig Sinn machen, das weiter zu verfolgen. Aber da war die Erfahrung eigentlich schon, dass das, also da war, finde ich, war eine ziemlich gute Resonanz und auch ziemlich viele, die gesagt haben, sie sind da auch bereit, in irgendeiner Form aktiv zu werden oder die dann auch gesagt haben, gerne in Kontakt bleiben. Genau, da, also von daher vielleicht an dem Beispiel mal, wir versuchen das dann bei so großen Themen runterzubrechen aufs Konkrete. Ja, soweit vielleicht erstmal. Violetta, wir danken dir für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Wir haben sozusagen jetzt viel
tief in eure Strukturen, in die Arbeitsprozesse, in eure Zielformulierung und so weiter reingeguckt, wie ihr auch versucht habt zu wachsen. Zuhören stand viel auch im Raum überhaupt zu, also gerade bei den beiden Letzteren, aber auch bei den Forderungsinterviews von Janine. Wir werden das jetzt wie folgt handhaben. Wir werden gleich diese als kleinen Auffrischer, als Auflockerung diese kleinen Grußbotschaften hier zeigen und danach kommen wir nochmal ins Gespräch hier auf der Bühne sozusagen. Und deshalb gebe ich jetzt ab an Lucy, die uns jetzt weiterführen wird. Danke Martin und danke vor allem euch für den tiefen Einblick in, wie ihr euch organisiert mit all euren Herausforderungen aktuell und schon seit längerem. Genau, Martin hat es gerade schon gesagt, unsere Idee ist, neben all den Perlen, die wir jetzt schon irgendwie mitnehmen können, euch nochmal so anders Glitzerstaub mitzugeben. Denn es gibt so viele weitere Themen und politische Strukturen, wie ich eingangs schon sagte, die sich aufs Organizing beziehen, um ihre Kämpfe gewinnbarer zu machen und eine andere Welt mitzugestalten, eine bessere und gerechtere. Und dafür haben wir 16 Personen noch mit ins Boot geholt, die auch überhaupt nicht repräsentativ dafür sind, wer alles mit Organizing arbeitet und davon überzeugt sind. Aber sie sind für uns und euch ein Eindruck mehr, welche Bedeutung Organizing für die politische Arbeit hat. Und an der Stelle würde ich gerne mit euch erstmal das Video teilen, bevor wir in eine letzte Runde gehen. Organizing heißt für mich, vor allem gewohnte Pfade zu verlassen, sich auf Menschen einzulassen, mit denen man nicht schon 10 oder 20 Jahre gemeinsam immer die gleiche politische Arbeit gemacht hat. Obwohl wir aus so vielen unterschiedlichen Kulturen und Kontexten kommen, entwickeln wir gemeinsam starke und systemkritische politische Positionen, die ihre Kraft in unserer Vielfalt finden. Ich würde sagen, Organizing ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial für uns, denn wir wollen ja auch eine Verkehrswende nicht nur für alle, sondern mit allen zusammen. Organizing is a set of conversations and ways of focusing people on shared interests that create relationships, the relationships that make collective action possible. Und man auch darüber nachdenkt, dass man nicht immer nur die Leute mit einbindet, die am lautesten schreien und immer am Start sind, sondern auch, wie greift man eigentlich aus in eine Gesellschaft, die sich nicht für manche Belange interessiert bisher oder die auch gar nicht das Gefühl hat, dass sie überhaupt irgendwas angeht. Und andererseits ist das persönliche Gespräch, das 1-zu-1-Gespräch, das wichtigste Werkzeug, um Vertrauen aufzubauen. Und ganz wichtig ist mir auch die Haltung. Ich bin kein Bittsteller und ich mache das nicht für andere Leute. Wir machen ein Angebot an andere Leute, sich gemeinsam zu organisieren und mitzumachen. Nicht nur so sehr theoretisieren, sondern konkret machen. Vor Ort Leute unterstützen, mobilisieren, sie sprechfähig machen. Das bedeutet nämlich auch, diese Rebellion in der Stadt in die Regierung zu tragen und diese Welten zu verbinden. Nur wenn wir das mit Organizing-Ansätzen machen und tatsächlich sozusagen so viel wie möglich Beschäftigte in diese Auseinandersetzung hineinziehen, nur dann können wir tatsächlich auch wirkliche Verbesserungen durchsetzen. Das ist meine Erfahrung. Was ist da so an Kraft und bei den Kolleginnen und Kollegen hervorgebracht hat, dass sie jetzt für ihre Rechte eintreten und sich auch nicht mehr das gefallen lassen werden, was in den letzten Jahren passiert ist. Bevor ich engagiert war, hatte ich immer dieses latente Ohnmächtigkeitsgefühl, dieses, oh mein Gott, das ist alles so groß, wie sollen wir da was machen? Hab aber sehr schnell gelernt, gemeinsam können wir total viel bewegen. Also, dass wir Horizonte erweitern und Strukturen aufbauen, die zeigen, eine andere Welt ist sehr wohl möglich. Und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich nachhaltige Beziehungen aufbauen, die auch in der Lage sind, über die einzelnen Kampagnen hinaus eine Kraft aufzubauen, die dauerhaft diese Gesellschaft verändern kann. In jedem Interview gab es immer wieder den Moment, wo uns die Gruppen mit blitzenden Augen gegenüber saßen und von ihren Erfolgen erzählten, die ihnen unfassbar viel Kraft geschenkt haben. Trotz Strapazen und manchmal nervigem Klein-Klein würden sie diese Arbeit aber immer wieder machen. Und ich glaube, ich kenne keine bessere Form des Zusammenspiels im politischen Kampf als das Organizing, wie ich es bei Deutsche Wohnen und Eigen kennengelernt habe. Und am Ende entstehen daraus Kämpfe, entsteht daraus ein Handeln, das sehr viel komplexer und wirksamer ist, als alles, was ich mir hätte ausdenken können, bevor ich diese Stimme gehört habe. Deshalb ist für mich Organizing eine der großen Hoffnungen unserer Zeit. It is not easy.
but it is, I believe, how we win. Ich mache dieses Video immer wieder sprachlos. Das ist in den letzten 3-4 Wochen entstanden und an der Stelle nochmal im Chat ein riesengroßes Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren und alle auch unsichtbaren Personen, die dabei geholfen haben, dass diese Stimmen heute hier abgeholt werden konnten. Die werden wir in den nächsten 2 Tagen auch für unser Programm in der Organizing-Werkstatt noch mal detaillierter uns anhören, weil das natürlich nur ein Ausschnitt ist von fast 20 Minuten Videobotschaften für uns heute hier. Und wenn das kein Glitzerstaub und Hoffnungsschimmer ist für die Bedeutung von Organisierung, um Kämpfe gewinnbar zu machen und uns linke Mehrheiten zu organisieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Von daher war das für mich gerade ein sehr erfrischender Übergang in eine 2. Runde mit euch hier. Und euch, liebe Zuschauende, die noch dabei sind, wir haben jetzt die Idee, dass wir euch 3, Janine, Violetta und Philipp, nochmal ins Gespräch bringen wollen. Nämlich für uns wäre auch nochmal interessant, von dem, was ihr voneinander jetzt gehört habt, nochmal explizit mitzuverstehen und euch zu fragen, welche Gemeinsamkeiten ihr in eurer Arbeit untereinander seht. Und nicht primär, ihr könnt auch gerne auf eure Unterschiede eingehen, aber das Primäre, was uns gerade interessiert, wo seht ihr eure Gemeinsamkeiten in eurer Organisation? Und ich schlage vor, ihr macht einfach alle 3 auch noch die Mikrofone an und macht die jetzt nicht aus, damit ihr wirklich auch ins Gespräch kommen könnt im Digitalen. 3. Runde mit euch. Violetta, möchtest du vielleicht mal anfangen? Du hattest eben schon ein paar Gedanken dazu geäußert, was du bei den anderen beiden gesehen hast, wo du sagtest, na, ja, so ähnlich, da erkenne ich was wieder. Ja, es sind ja schon auch mehrere Sachen. Also ich finde schon, was man ja immer wieder rausgehört hat, ist einfach mal dieser Kern, eben keine Stellvertreterpolitik zu machen, sondern die Macht in die Hände der Viele zu legen, beziehungsweise ja eher zu erkennen, dass sie da liegt und zu gucken, wie wir sie quasi lebendig werden lassen. Und ich finde da auch nochmal das Besondere auch wirklich dieses Zutrauen und dieses eigentlich auch Erkennen, was für Fähigkeiten da alles sind und auch diese, ja, dass wir da einfach mit, wenn wir uns eben in die Betriebe, in den Nachbarschaften da hineinbegeben, wie viel an, ja, was wir da zusammen zustande bringen können. Und ich denke auch wahrscheinlich einfach dieses, der lange Atem, dass es ja schon nicht unbedingt immer einfach ist, aber dass es sich halt auch auszahlt. Ja, als Frage vielleicht, also gerade zu diesem Punkt lange Atem oder beziehungsweise sind es auch Sachen, die wir öfters ja gefragt werden, wie hält man es dann irgendwie lang durch oder wie, dass auch Leute dabei bleiben, würde mich auch gerade jetzt bei der Krankenhausbewegung in Berlin auch nochmal interessieren, weil ihr ja auch schon länger, also das ja quasi jetzt auch nochmal ein Ergebnis ist von einem Prozess, der ja auch schon länger lief, oder? So habe ich das zumindest immer durch die verschiedenen Krankenhäuser dann auch gewandert ist. Und wie du das jetzt auch einschätzt, was Kolleginnen auch sagen, wie stabil sie quasi auch dabei bleiben oder ob diese teamdelegierten Strukturen, wie man die auch halten kann. Mal direkt auf die Frage zu antworten. Also der Grundgedanke dieser Briefauseinandersetzung in den Krankenhäusern, der ist ja tatsächlich schon etwas älter. Die Charité hat ja schon 2015 einmal zumindest versucht hat, schon mal Personalregelungen festzulegen. Hört dich gar nicht mehr richtig, Janine. Dein Internet ist gerade ganz instabil. Ich hoffe, es erledigt sich gleich. Sonst machst du kurz machen, außer mal die Kamera kurz aus. Ja, das mache ich. So, ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Genau.
Der Prozess ist auf jeden Fall schon länger. Ich kann aber sagen, gerade aus den Erfahrungen 2015 Charité und wie es dann danach ausgesehen hat und was ich glaube, was wir jetzt dieses Mal geschafft haben in Bezug auf, wie bleiben die Kolleginnen auch dabei und wie geht es weiter. Wir haben im Prinzip nochmal von null angefangen. Jetzt in der Krankenhausbewegung, jetzt in der Frage von, wie holen wir die Beschäftigten mit ins Boot. Also wir hatten auch 2015 schon die Struktur der Teamdelegierten angefangen. Wir haben die da, glaube ich, ein bisschen anders genannt, aber wir haben schon das Konzept sozusagen zum ersten Mal gestartet. Wir hatten aber bei den großen Versammlungen am entscheidenden Moment, also auch wirklich am Ende der Verhandlung und so, hatten wir da 50 Leute zu sitzen, was natürlich nicht zu vergleichen ist mit den Tausenden, die wir jetzt zusammenbekommen haben. Und wir hatten es tatsächlich auch so, dass es danach im Prinzip direkt wieder zerschellt ist. Also wir haben auch den Effekt gehabt, dass sehr viele nach 2015 aus Verdi ausgetreten sind, weil sie eben trotzdem noch nach wie vor dieses Gefühl hatten von, da wurde jetzt wieder zu früh nachgegeben. Das hat ja eh alles nichts gebracht, es war eh alles sinnlos, weil eben die Umsetzung des Tarifvertrages nicht geglückt ist sozusagen. Klar, es war der erste seiner Art und man hat natürlich auch aus vielen Sachen gelernt und die anderen Entlastungskämpfe dann, die bundesweit noch nachgezogen sind, haben ja auch immer weiter voneinander gelernt und so haben wir natürlich auch viel für die Bewegung jetzt aus den vorangegangenen Kämpfen wieder mitgenommen. Also Mainz und Jena zum Beispiel waren schon auch Punkte, wo wir viel hingeschaut haben und geschaut haben, wie die das gemacht haben. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben wirklich, was ja bei euch beiden genauso auch rausgekommen ist, das Entscheidende ist eben wirklich, dass alle, also so viele wie möglich mit ins Boot geholt werden und dann eben aber auch nicht nur einfach informiert werden, dann kommen sie mal zu einem Treffen, sagen ja, nein und gehen wieder, sondern eben wirklich dieses aktiv mit ins Boot holen. Damit eben, also sozusagen Organizing war für mich jetzt in der Kampagne jetzt einfach die Möglichkeit, dass wir alle Skills lernen und zum einen Skills lernen, um eben, also ich meine, es sind soziale Berufe, es sind Frauenberufe. Ich glaube, wir sind jetzt allgemein nicht bekannt als die gut organisierten rebellischen Kämpfer, die auch noch Rampensäule in der Medienlandschaft sind, sondern wir sind eben einfach eigentlich eher aufopfernd, müde und gerade jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht noch ausgelaugt und eben wirklich nicht gerade bekannt dafür, für uns selbst oder für uns selbst zu kämpfen. Organizing hat aber einfach die Möglichkeit gegeben, dass zugehört wurde, also dass wirklich das Gefühl auch entstanden ist, es ist tatsächlich wichtig, was ich dazu sage und eben aber auch einfach Methoden mit an die Hand gegeben, dass die Beschäftigten befähigt wurden, ihre eigenen Anwälte zu werden sozusagen. Dann die ganzen Strukturen, die ringsherum aufgebaut wurden, also seien es nur zum Beispiel unsere Telegram-Chats, über die wir natürlich auch jetzt noch in Verbindung stehen, also einfach die Möglichkeit, auch innerhalb von kürzester Zeit extrem viele zu erreichen und natürlich auch nach Abschluss hinaus zu erreichen. Und das zusammen sozusagen, also dieses, wir haben die Leute zusammengeholt und wir haben gewisse Skills miteinander erworben sozusagen, das hat einfach auch dazu geführt, dass wir in dem Prozess eben unglaublich auch an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Weil man natürlich auch sieht, was möglich ist, also dass vor allem die eigene Maßnahme auch möglich ist. Und aber auch, dass man sich mit dem Prozess komplett identifiziert hat. Und ich glaube, das ist für alle Bereiche dann auch der entscheidende Knackpunkt. Wenn ich sozusagen so stark daran beteiligt bin, dass ich mich einfach auch mit dem Ergebnis identifiziere, dann habe ich ja auch ein eigenes Interesse daran, das eben auch weiterzuführen. Also, dass die Umsetzung dann auch gelingt, dass, wenn man dann feststellt, wo hapert es noch, was hat man noch nicht geschafft? Also jetzt ganz simples Beispiel, aus dem was du erzählt hast, Wochenendlinie fehlt noch sozusagen. Also auch dieses Interesse daran, einfach dann auch weiterzumachen und auch mehr zu schaffen. Weil man ja schon einmal gesehen hat, wie erfolgreich man sein kann, wenn man einfach zusammenarbeitet und ungeahnte Fähigkeiten sozusagen rausholt mit der Unterstützung. Und ich glaube auch, dass dieser ganze Prozess, den wir da durchlaufen sind, eben einfach auch dafür gesorgt hat, dass man in all seinem Alltagsstress einfach mal in der Lage ist, über den Tellerrand zu schauen. Vielleicht auch so ein bisschen dieses, was auch beschrieben wurde, dass es so viele verbindende Themen dann ja auf einmal gibt. Also man hat sich ein Thema rausgepickt, aber dabei gemerkt, wie, dass man damit eigentlich auch gleich noch 20 andere Themen ankratzt oder mitbearbeiten kann oder einfach auch sieht,
wie das alles zusammenhängt und gerade im Krankenhaus auch jetzt zum Beispiel nicht nur dieses über den anderen Bereich meckern und ich arbeite immer am meisten und warum machen die denn das nicht vernünftig, sondern mal sehen, warum die das auch nicht vernünftig machen können und was da in der anderen Abteilung los ist und das natürlich auch gerne größer gedacht dann übers Krankenhaus hinaus. Also sobald man mal in der Lage ist, über den Tellerrand zu schauen, auch versteht, was bei dem anderen sozusagen die Problematik ist und die Angelegenheit ist, dann eben auch über die gemeinsame Zeit auch die Möglichkeit entwickelt, auch gemeinsam füreinander zu kämpfen. Und so glaube ich schon, dass wir das jetzt mit diesem ganzen Gemeinschaftsgefühl und Selbstbewusstsein und Stärke, das da jetzt aufgekommen ist, dass wir eine wirklich gute Grundlage dafür haben, dass die KollegInnen einfach auch dranbleiben. Also einfach auch so ein, jetzt schon kriegen wir auch ganz viel Feedback, dass das auch, also sowas wie, Mensch, wenn ich jetzt ins CT fahre, dann ist das gleich ganz anders. Dann ist das nicht mehr irgendwer Fremdes, sondern da weiß man Bescheid und hält gleich noch einen Plausch über die Situation und so. Das ist jetzt natürlich ein sehr kleines Beispiel in einem eigenen Kosmos sozusagen. Aber ich glaube schon, dass man das auch durchaus übertragen kann. Und ja, es ist die eigene Arbeit, es ist die eigene Herzensangelegenheit. Man hat auch so ein bisschen Verbindung zu ganz anderen Bereichen ringsherum und darum, glaube ich, auch viel mehr Interesse daran, dran zu bleiben und weiterzumachen, es weiterzuentwickeln. Ich höre auf jeden Fall auch ganz viele weitere Sachen, die euch miteinander verbinden. Vielleicht auch nochmal als weitere Gedanken, ohne dass das weiter von euch thematisiert werden muss, aber was drei Sachen sind, die ich vorhin gehört habe, was euch verbindet, ist, ihr habt jeweils mit den Menschen, mit denen ihr sprecht und mit denen ihr organisiert seid und ihr organisieren begleitet, einen intergenerationellen Austausch, alle drei. Das finde ich was sehr Bedeutvolles, weil uns das meiner Meinung nach überhaupt in unserer Organisierung oft sehr fehlt, dass wir voneinander lernen, auch intergenerationell. Das finde ich sehr beeindruckend. Ihr arbeitet alle an Beziehungsaufbau mit bestehenden und mit neuen Kontakten und ihr schafft überhaupt erst Räume zum Austausch, damit die Leute überhaupt ihre gemeinsamen Interessen erkennen und dieses Forderungen aufstellen oder überhaupt sich aufeinander zu beziehen, miteinander verbinden, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, ist von den verschiedenen Gruppen oder Beschäftigtengruppen überhaupt diese gemeinsamen Interessen zu erkennen. Und dafür schafft ihr Räume. Und das finde ich auch auf jeden Fall, was ich gehört habe in den letzten fast 2 Stunden, sehr gemeinsam ist. Ich glaube, die Energie ist auch so ein bisschen raus. Ach, Ivo. Philipp, hast du noch was im Hinterkopf, wo du sagst, das muss ich jetzt noch unbedingt loswerden? Nee, ich fand es erstmal hochinteressant. Ich glaube, es ist schwer, so schnell Linien zu ziehen. Natürlich, also ich würde so sagen, ihr beiden, also habt, glaube ich, strukturell noch mehr einen Plan als, oder teilweise so, was so Begrifflichkeiten und Organizing und wie es geht und Meilensteine und dies und das und wenn ihr so sprecht und sagt, dank Organizing und so, also bei uns gab es auch so Strukturen, aber ich würde sagen, nicht so, dass wir so Tippel-Tappel-Tour, sondern eher so, wir haben irgendwie Try and Error irgendwie sind wir so ein bisschen vorgegangen. Und ansonsten Räumlichkeiten habe ich bei Violetta auch gesehen. Also ihr habt halt diesen Ort quasi gehabt im Stadtteil, also als Anlaufpunkt auch und so. Und bei uns war es natürlich auch ein Ort, den wir brauchten. Aber wir haben halt unfassbar viele an Strecke quasi zurückgelegt, um dann vom Ort unserer Organisierung quasi in die Räume vorzudringen, wo wir eigentlich hin wollten. Genau. Und ja, das sind vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Mir ist vielleicht noch eine Sache aufgefallen, die ganz interessant wäre. Sowohl Violetta als auch bei Philipp, bei euch beiden, da war am Anfang sozusagen das Ziel des Ganzen noch nicht so klar. Es war eher immer im Werden begriffen. Ne? Also den Leuten zuhören, was ist los. Violetta hatte vorhin gemeint, so ein Stadtteil ist quasi nicht ein Thema. Die Einheit ist nicht das Thema, sondern die Einheit ist der Stadtteil.
Und da ändern sich schnell Sachen, oder man muss auf was reagieren. Und so ähnlich bei Philipp ja auch, er hatte ja erst so eine vage Vorstellung, ja, Ostdeutschland, Ungerechtigkeiten beziehungsweise Lebensbrüche, Leute werden nicht gehört und so weiter. Aber was dann daraus folgen sollte, habt ihr erst langsam versucht herauszuarbeiten. Und ich fand ganz interessant bei Janine, bei euch, dass ihr schon mit den Anfangskernaktiven als auch mit den Hauptamtlichen sozusagen schon halbwegs so einen Rahmenplan gesetzt habt. Ne? Also, dass ihr ganz klar mit einer Vorstellung an die Kolleginnen und Kollegen rangetreten seid, was eigentlich das nächste Jahr stattfinden soll. Natürlich nicht bis ins Detail, aber so eine grobe Vorstellung, um Leute ranzuziehen. Und das finde ich, ist ein interessanter, sagen wir mal, Unterschied, der dann die Arbeit so ein bisschen anders macht, finde ich, als Gruppe, als Kollektiv. Wir sind wahrscheinlich gleich einen Schritt später reingestiegen sozusagen, ne? Also genau, wir hatten ja auch im Vorjahr in den Verhandlungen um den öffentlichen Dienst die Gelegenheit genutzt, auch mit den KollegInnen ins Gespräch zu kommen. Und das war ja da schon ein ganz klar definiertes, eigentlich müsste es um sowas gehen. Das heißt, uns ist einfach auch ja durch die Gespräche sehr schnell natürlich klar geworden, was genau ist jetzt das Hauptthema. Aber ich würde denken, dass trotzdem, auch wenn wir dann sozusagen gleich direkt schon durchstrukturierter und auch ja mit Vorbeispielen aus den anderen Städten und so weiter schon rangehen konnten, steckt ja trotzdem dahinter, was im Prinzip Philipp und Violetta einfach in etwas längerer Arbeit dann vorbereiten mussten. Sozusagen, also zuhören, worum geht's, was ist das Kernthema und da dann draufsetzen sozusagen. Und ich finde eigentlich, auch wenn Philipp jetzt sagt, dass er nicht nach strikten Organizing-Methoden vorgegangen ist, hat er sie ja im Prinzip trotzdem, also zuhören, an die Öffentlichkeit gehen, an die Leute gehen, die Leute mit einbinden und so weiter. Also es ist ja trotzdem 1:1, würde ich sagen. Dann intuitiv hat sich es dann so weiterentwickelt. Genau. Habt ihr nochmal das Bedürfnis, was zu sagen? Sonst würde ich das jetzt gerne abrunden, weil wir haben nämlich noch zwei Sachen. Nämlich einerseits können wir gleich noch das Bild, was entstanden ist, von Jana Kreisel uns nochmal gemeinsam angucken. Das wird Jana Kreisel selber gleich auch nochmal beschreiben. Kurz. Und ich habe noch ein paar Ankündigungen von euch, weil es gibt einige Sachen, die wir auch sonst per E-Mail, aber auf jeden Fall kurz noch über den Chat mit ankündigen wollen, für wie weiter und was sind alles so interessante Sachen, die es an Publikationen, an Veranstaltungen etc. gibt. Von daher die Frage an Janine, Philipp und Violetta, beziehungsweise Martin. Habt ihr nochmal das Bedürfnis, was abzurunden? Sonst versuche ich, das zusammenzuführen. Alles klar. Okay, also was wir über das, wie ihr euch organisiert habt, für uns mitnehmen können, ist auf jeden Fall die Bedeutung von Organisierung, vor allem aufgrund der aktuellen Wahlergebnisse, aufgrund von dem, wie es um den Volksentscheid steht, von den Erfolgen, die es in den Kämpfen durch die Berliner Krankenhausbewegung gab, denn wir können keine Geschichte schreiben, wenn wir nicht kämpfen, und dafür brauchen wir Organisierung. Das können wir auf jeden Fall so beibehalten. Die Bedeutung bei euch von Beziehungsaufbau, von dem Handwerkszeug, von den Systematiken und der Struktur, die es dabei braucht, mit euren unterschiedlichen Erfahrungen und Ansätzen im Organizing, ist auf jeden Fall sehr zentral. Und letztendlich immer wieder sich klar machen, alles braucht Zeit und unterschiedlich, vor allem, wenn man erstmal einen Kreis an Akteuren begeistern muss dafür, sich mitzuorganisieren, verbindlich zu werden oder die Orte so anzubieten, dass sie für alle, die wir erreichen wollen, zugänglich gemacht werden können. Das dauert Zeit, und mit der Pandemie sind auf jeden Fall auch als eine Gemeinsamkeit von euch drei die Sache nicht einfacher geworden. Und die Pandemie ist auch noch nicht vorbei. Und die Gegner, die ihr jeweils habt, wenn man überhaupt von denen oder dem Gegner über das System an sich fragen kann, ist natürlich auch nicht unbedingt das Gleiche, aber das sich klarzumachen, um wie wir Macht aufbauen, ist auf jeden Fall zentral. Und ja, die verschiedenen Eindrücke und die Bedeutung für Organizing unserer Videobotschaften war und bleibt auf jeden Fall Glitzerstaub. An der Stelle würde ich gerne von Jana nochmal erklärt bekommen, was ist hier entstanden in den letzten 2 Stunden. Hut ab vor dem, was du zugehört hast, vor allem du.
von mir auch nochmal hallo. Vielen Dank für die spannenden Insights. Ich teile mal kurz das Bild, das ich so nebenbei hier gezeichnet habe und mache mal nur ganz kurz, das war jetzt auch schon ganz schön viel Input, genau die Berliner Krankenhausbewegung. Die Inhalte wurden von den Beschäftigten selbst festgelegt, immer wieder viel im direkten Gespräch und im Austausch und die Mitarbeiter mit ins Boot holen, um so den Erfolg auf viele Schultern zu verteilen. Und ein Stück Geschichte geschrieben wurde. Dann im Aufbruch Ost dem Aufsteigen der AfD, ich habe es nicht ausgeschrieben, sondern nur so an den Rand angehängt, dass da das Bedürfnis, was zu tun. Und dann erstmal angefangen mit Bürgercafés, dann die Treuhandaufarbeitung, das gute Feedback von der Presse und auch von den Leuten, um so die Vergangenheit und die Zukunft zu gestalten. Die Rote Ecke. Die revolutionäre Perspektive fand ich auch schön. In den Stadtteil reingehen und als der so ein bisschen so ein Startpunkt, so habe ich das jetzt verstanden, war, als diese Buslinie gestrichen wurde und da die Akteure vor Ort auch mit einzubringen und sie auch damit zu konfrontieren, was die Menschen vor Ort sagen. Und das Schöne daran, wie Menschen auch wachsen mit ihren Aufgaben, große Themen aufs Konkrete runterzubrechen. Und dann habe ich nochmal die Kernbotschaften so ein bisschen aus dem Video zusammengefasst. Und ganz wichtig natürlich bei allem die Hoffnung, damit man weitermachen kann, gemeinsam Positionen entwickeln, Konkretes konkret machen, gewohnte Pfade verlassen und genau, eine neue Welt ist möglich. So, das ganz kurz von meiner Seite. Dankeschön. Gibt es dazu Rückfragen aus dem Publikum? Die eine Frage, die wir noch haben von Florian, die beantworte ich per E-Mail. Die gebe ich unter, versprochen. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Organisieren. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben abschließend und auch nochmal ganz kurz dazu, das teile ich auch nochmal später per E-Mail an alle, die heute hier dabei zugeschaut haben und natürlich auch an euch. Das Ergebnis, was Jana uns dann zur Verfügung stellt in den nächsten Tagen und auch nochmal ein paar Hinweise, nämlich es gibt unterschiedliche Ankündigungsbedarfe auch nochmal von euch und von mir selber. Es gibt einen offenen Arbeitskreis, der bietet jedes Quartal Soli-Beratung an. Das teile ich gleich nochmal im Chat. Es gibt verschiedenes Material, um besser mit Organizing irgendwie einzusteigen, auch nochmal theoretisch, weil es doch nicht ganz unwichtig ist. Auf Dauer ist einmal das Heft, was ihr auch kostenlos euch runterladen und zugeschickt bekommen könnt von der Stiftung, fordert alles. Von Steve Williams, den Wandel organisieren. Linkes Organizing von Robert Maruschke dürfen wir natürlich auch nicht vergessen an der Stelle hier. Es gibt ganz aktuell auch eine Übersetzung einfach einem neuen Buch von Jane McAlevey, Macht gemeinsame Sache. Das Buch von Dana Fuchs und Christoph Muck, die auch in der Videobotschaft dabei waren, von Antifa heißt Anruf, auf das möchte ich unbedingt auch verweisen. Unsere liebe Janira, die auch bei unserer Organizing-Werkstatt dabei ist, hat mit einem Buch rausgegeben oder eine Broschüre Streikpraxis, Feministen aus Bewegung und Gewerkschaft berichten. Das teile ich alles gleich nochmal im Chat. Ein Text, was Organizing ist und nicht ist, von Kalle Kunkel und Jana Seppelt aus der Luxemburg-Zeitschrift, ist ein Muss. Und ich könnte so weitermachen und ich mache einfach mal lieber einen Punkt. Ich mache gerade Copy-Paste von einer Zusammenstellung. Gestern kam erst eine Nachricht aus von Martin Neise, der nochmal einen Blick auf Deutsche Wohnen und Co. Enteignen uns gegeben hat. Das ist, da ist gar nicht alles geteilt. Entschuldige, ich teile nochmal den letzten Teil. Da ist auf jeden Fall nochmal eine nette Brille von, wie geht es jetzt weiter und was ist passiert, was waren die drei Stärken? Nochmal zusammengefasst, was wir nicht vergessen dürfen, ganz aktuell, wenn ihr auch von Telegram-Gruppen und sowas auch für die Berliner Krankenhausbewegung sprecht, ist die Frage, was hat Organizing mit Digital Organizing eigentlich zu tun und in welchem Verhältnis steht das? Da gibt es aktuell erst seit dieser Woche eine endlich rausgekommene Broschüre. Auch dazu ist der Link im Chat, ich teile ihn per E-Mail an euch.
Und nicht zu vergessen, Podcast ist das neue Ding, auch nochmal mehr in Pandemiezeiten, Spadework auf Englisch und auch die Klassenfrage von Katja und Stefan mit aktuellen wertvollen Nerd-Talks und Beispielen von Organisiert Euch. Und an der Stelle mache ich lieber einen Punkt, weil ich bin sehr leidenschaftlich mit dem Organizing, wie ihr merkt, und könnte euch jetzt stundenlang weiter erzählen, aber ich lasse es. Und ich bin total froh, dass wir heute hier so zusammengekommen sind. Und für die, die noch da sind und für euch auf jeden Fall einmal noch die Gläser heben oder die Flasche oder was in eurer Nähe steht, einmal für die Berliner Krankenhausbewegung und nicht zuletzt, was nur im Videobotschaften abgeholt worden ist, wenn es ums Geschichteschreiben geht, aktuell natürlich auch nochmal den Volksentscheid. Also auf uns, auf euch, aufs Weiterorganisieren und einen wunderschönen Abend und Dankeschön.